Willkommen beim Queststream. Willkommen in Steinfälle, dass wir letzte Woche schon abschließen konnten. Und nach Deshan gereist sind und haben da angefangen. Ja, ich hatte lange mit mir gezweifelt, ob ich ein Nvidia will wegen Streamen und so. Aber bleibe da mal bei AMD treu. Auch auf dem Hinblick, dass ich mir vielleicht mit meinem alten Zeug einen Streaming-PC zusammenbaue. Aktuell bin ich eher der Stand, dass ich versuche, meine Vega noch für die aktuell sehr, sehr hohen Preise, die gezahlt werden, erstmal loszubekommen und dann mir irgendwann, wenn alles wieder normal ist, einfach eine günstige andere Grafikkarte für den Streaming-PC dann zu kaufen. Okay. Bist du ein Bot oder grindest du schon CP? Er grindet. Ihr werdet aktuell sehr, sehr viele Menschen sehen, die grinden. Hat den Hintergrund, weil natürlich jeder Amok läuft und Angst hat, oh, ich muss im nächsten Patch aktuelle Berechnungen sagen, ungefähr 2000, 2100 CP ist der Wert, mit dem du Max DPS machen kannst, den du brauchst, um Max DPS zu machen. Deswegen sind viele schon am ein bisschen am grinden. Und Kelchak, einen wunderschönen guten Morgen. Eine 670 ist am Anschlag okay. Das ist Brief nach Narsis. Liebster Seron, ich fürchte, dass die Seuche mich gefunden hat. Ich werde dich vermissen, geliebter Ida. Nee, Dolm grindet da keiner. Das ist zu wenig CPs. Aktuell wird gesucht, was das meiste ist, weil das meiste wie Zaubername wird natürlich restlos überlaufen sein. Monster Toto, wenn du meinst, was ich gesagt habe wegen DDs, also aktuelle Berechnungen sind so zwischen 1930 und 2100 CP, die du brauchst, um die maximalen blauen Sterne zu skillen, die du skillen kannst. Und Luxo, einen wunderschönen guten Morgen. Ich glaube, Tank oder Heiler, einer von beiden sogar noch mehr und der andere auch in dem Bereich. Aber es ist natürlich mühselig jetzt, wenn du 1600 CPs hast, irgendwie 1,3 Millionen XP brauchst für einen Level, die dir zusammen zu grinden. Wie gesagt, aktuell ist man auf der Suche nach geheimen Spots. Ich kann zum Beispiel, wenn einem langweilig ist, immer nur die Malstrom-Arena auch ans Herz legen, weil da sehr, sehr, sehr gutes Zeug. Ich finde das doof, ich habe echt keinen Bock mehr zu grinden. Musst du doch auch nicht, es zwingt dich ja keiner. Es zwingt dich ja keiner, 3 Tage nach Release auf 2000 CPs zu sein. Du wirst auch mit 1000, 1200 erstmal zurechtkommen. Und es war ja klar, dass irgendwann das CP-Level erhöht wird, weil dass wir ewig bei 810 bleiben, war ja klar, dass das nicht passiert. Und von daher macht euch da einfach nicht so den Druck. Die Levelkurve wird ja auch wieder angepasst. Das heißt, wenn du jetzt 1000 CPs hast und irgendwie 900k pro Championspunkt brauchst, du wirst danach keine 900k mehr brauchen, sondern viel, viel weniger. Und nein, das Gear-Level wird noch nicht erhöht. Ich sage noch nicht, weil ich damit rechne, dass es irgendwann passiert, aber aktuelle Auskunft ist, es bleibt bei Gear Cap 160. Ich hoffe ja mal, dass sie, wenn sie es nicht erhöhen wollen, dem Ganzen einfach einen anderen Namen gibt, weil es verwirrt, wenn da CP 160 stellt. Nennt es einfach, Daniel hat es sehr gut gesagt, nennt es doch einfach Rüstungslevel 100. Fertig. So hat man keinen
keinen Bezug auf die CPs. Aktuell sagen sie noch, dass sie die Gierke niemals erhöhen wollen. Naja, sie sagen, sie erhöhen. Also das Ding ist, du musst es irgendwann machen. Einfach, du musst es irgendwann erhöhen, wenn wir mal ehrlich sind. Einfach, weil du auch neue Mats und sowas auf den Markt bringen musst, was die Leute dann mal farmen, weil sonst alles macht. Nina Nana, ja, das stimmt. Ab 1200 wird es dann ähnlich, aber die Frage ist halt, was das ähnlich ist. Ist es ähnlich zu dem, was du dann 810 hast? Ja, ja, weil, Achtung Gandalf, auf dem PTS ist diese neue Levelkurve noch nicht. Das ist auch gesagt worden. Die neue Levelkurve ist noch nicht auf dem aktuellen PTS. Das heißt, man kann jetzt nicht auf dem PTS gucken, was der Unterschied ist. Die kommt erst noch. Noch mehr Mats neu. Ja, aber irgendwann musst du halt auch mal immer wieder nur Rubinesche und keine Ahnung was. Ist doch irgendwie keine Ahnung. Und ich finde, es wird dann auch mal Zeit, weil du ja nicht nur das Gear Cap ist ja auf 160, sondern ja auch die Open World ist ja auf 160. Heißt, du kannst ja natürlich gucken mit deinem Scaling, wenn du jetzt natürlich eine andere Kurve baust und dadurch vielleicht neue Spieler viel, viel schneller auf 200 bringst als auf 160, kannst du ja vielleicht auch mal deine komplette Open World ein bisschen anheben und ein bisschen schwerer machen. Ich habe die Tage mal geguckt, ob ich, ich bin gerade dabei und hoffe, dass ich von Rich Lambert ein paar Zahlen bekomme. Aber er hat jetzt keine Average CPs rausgerückt. Aber ich kann euch mitteilen, es gibt 5 Spieler, die über 3000 CPs haben und einer, der ist aber schon länger, hat Max CPs mit 3600. Bonhilde. Ja, okay. Brunhilde, wir machen es bei dir so, du bist angekündigt. Ich nehme dich mal so ein bisschen, falls du was gewinnst, nehme ich dich ein bisschen raus. Beziehungsweise kennen wir uns ja. Aber, Hokilana, haben wir denn einen Gewinner-Account, dem ich Gold schicken kann? Wollen wir jetzt hier großartig weitermachen? Hat sich bei dir jemand gemeldet? Nee? Okay. Dann. Du hast jetzt schnell gezogen. Fenris. Herzlichen Glückwunsch. Du gewinnst die 300.000 Gold. Bitte, du hast dich jetzt schon gemeldet, aber bitte entweder, wenn du Lust hast, hier im Chat einfach deinen Accountnamen rein oder mir oder Frau Kilane einfach anwispern. Dann schicke ich dir sofort das Gold zu. Clerix, einen wunderschönen guten Morgen. Schön, dich zu lesen. Hoffe, es ist alles gut. Willkommen. Ich bin ganz sicher dem Untergang geweiht. Eine Hexe habe ich nicht gefunden, aber ich habe eure Frau getroffen. Meine Frau? Was ist mit der Hexe? Oh, ihr Götter, ich brauche diese Axt zurück. Hier ist die Axt. Ich habe sie in einem Haus gefunden, das von solchen Hüllen umringt war. Ich glaube, ich erinnere mich noch daran, gegen diese Hüllen gekämpft zu haben. Aber danke, dass ihr die Axt des Halmer Starkhand gefunden habt. Ich mag es nicht, wenn Evigna böse wird. Sie kann sehr laut werden.
wo wir von Lautem sprechen. Ich denke, ich habe eure Frau kommen gehört. Das sieht nicht aus wie meine Hose. Aber vielen Dank, dass ihr meine Axt gefunden habt. Ich wünschte nur, ich könnte diese Hexe finden und ihr eine Lektion erteilen. Man legt sich nicht mit Norgit Harthelm an. Hose des nackten Nords. Kommt jetzt seine Frau noch und scheißt ihn zusammen? Oh ja, jetzt geht's rund. Da ist ja mein tapferer, hosenloser Krieger. Noch irgendwelche Erinnerungen an letzte Nacht? Da bist du ja, mein süßes Dornenherz. Ich habe gestern Nacht gegen eine Hexe gekämpft. Hast du sie mit deiner Nacktheit vergrault? Zieh dir ein paar Hosen an, du Trunkenbold. Nimm mal deine Buchsen bis sie hoch. Und no skill on die fand einen wunderschönen Samstagmorgen. So, dem haben wir auch geholfen. Und FTLF, vielen Dank für den Raid und willkommen im Stream. Hoffe, ihr hattet Spaß. Hoffe, ihr hattet Fun. Wer ihn noch nicht kennt, ein treuer Zuschauer und immer jemand, der frühmorgens sehr, sehr viel ESO streamt, noch früher als ich, wenn euch langweilig ist, wenn ihr ein bisschen PvP-Gameplay und sowas sehen wollt, guckt mal bei ihm vorbei, lasst ein Follow da, hat er sich verdient. Helle halt stolz, weil es, glaube ich, nur in BRP droppt. Und halt jeder im PvP, gerade jetzt während im PvP-Event, Chars zurecht macht und da Hell halt stolz einfach sehr, sehr beliebt ist. Und Kolibri Melle, einen wunderschönen guten Morgen. Ja, wir haben es früh und es ist schon sehr, sehr voll hier. Crazy Eisbär, Sophie, guten Morgen. Udal Magic Juggler, guten Morgen. Weiß man schon, ob es Marken geben wird zum Rassenwechsel? Du meinst für Umme? Nein, wird es nicht. Aber du kannst dir natürlich welche im Kronenshop kaufen. Weil die Änderungen, die gemacht werden, sind so marginal, dass das, wo sie damals Rassenwechselmarken angeboten haben, das hat das Ganze ja, das war ja 300% mehr Wechsel. Jetzt die Änderungen sind ja eher klein, sage ich mal. Ich glaube, der Einzige, der wirklich richtig was abbekommt, ist der Ork und der verliert auch, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, 1000 Ausdauer. Alles andere sind Kleinvieh, ehrlich gesagt. Also da muss, da hätte ich auch nicht drüber nachgedacht, dass sie uns jetzt da Rassenwechselmarken schenken müssen. Also wie gesagt, beim letzten Rassenwechselüberarbeitung, wo wirklich alles Nord verliert ein bisschen Resistenz, das stimmt. Aber das stimmt auch. Das sind so die zwei, die am meisten betroffen sind. Falls ihr über den Pass nach Gramfeste wollt, dann sucht euch einen anderen Weg. Er ist nicht sicher. Was ist los? Die Leitgeborenen haben das Lager der Händler überrannt und den Pass besetzt. Im Namen des Hauses Lalu ist der Zutritt zu diesem Gebiet daher verboten. Es ist eine Todesfalle. Was ist euer Plan? Wir haben ein paar Späher reingeschickt, um die Lage einzuschätzen, aber sie sind nicht zurückgekommen. Ich möchte eigentlich nicht blind da hineinmarschieren, aber wir können nicht länger warten. Ich werde eure Speer suchen und herausfinden, was geschehen ist. Dieser Pass ist zu wichtig, um in die Hände der Leitgeborenen zu fallen. Was ist so wichtig an dem Obsidianschlucht? Es ist die Haupthandelsroute zwischen Gramfeste und dem Westen. Und es gibt dort auch ein Händlerlager. Jede Karawane, die durch diesen Teil von Deshan kommt, ist auf dieses Lager angewiesen.
Warum haben die Leitgeborenen den Pass besetzt? Das ist eine exzellente Frage. Das Schikanieren von Karawanen scheint so gar nicht ihrem sonstigen Stil zu entsprechen, nicht wahr? Leb wohl. Ja, es ist die Hälfte der Ausdauer. Also der Ork, aber der Ork war halt auch, ne, muss man halt auch fairerweise sich eingestehen. Der Ork war halt für Stamina-Klassen auch die blinde Wahl. Du hattest, wenn du halbwegs oben mitspielen wolltest, hattest du ja gar keine andere Wahl, als Ork zu spielen auf Ausdauer. Und das ist immer eine schlechte Sache, wenn du das so machst. Kill Persephone, deshalb spielst du Orks nur auf Magiker, da merkst du die Änderung nur minimal. Nein, tatsächlich wirst du diese Änderung deutlich merken, weil der Ork auch zusätzlich Spell-Damage bekommt. Der hat nicht nur Waffen-Damage danach, sondern auch Spell-Damage. Und guten Morgen, Danny. Gab es schon einen Gewinner? Es gab einen Gewinner fürs 300.000 Gold-Giveaway. Und weil wir die 3K-Follower geknackt haben, dein Giveaway, was du zur Verfügung gestellt hast, ich habe gestern gesagt, ich wollte dir heute Morgen noch schreiben, aber ich sage es jetzt hier nochmal, dickes Dankeschön. Das werde ich erst später verlosen. Da werde ich erst um 11 oder so anschmeißen. Und ja, von daher wirst du dazu sogar mit deinen Magicka-Orks deutlich, ich sage jetzt mal, deutlich besser dastehen, als du vorher da gestanden hast. Sprecht mit Hauptmann Dierel, falls ihr etwas braucht. Nasis hat mich entsandt, um euch zu unterstützen. Wird verdammt nochmal auch Zeit, dass wir hier draußen Hilfe bekommen. Wir sind hoffnungslos unterlegen. Hauptmann Dierel kann euch einen besseren Überblick darüber geben, was gerade vor sich geht. Und Lyra, die Katzen werden auch stärker, als sie jetzt sind. Also da auch keine Angst. Und Alianka, vielen, vielen Dank für deinen Follow. Willkommen im Stream. Und Apps Ghost, einen wunderschönen guten Morgen. Ich muss mich zurückmelden. Die Leitgeborenen, sie versuchen, die Seuche zu verstärken. Dierel hat mich geschickt. Was haben die Leitgeborenen geplant? Der Alchemist, der die Lodos-Seuche geschaffen hat. Merdyndrill, er macht sie stärker, noch mächtiger. Die Leitgeborenen haben vor, sie nach Garmfeste zu schmuggeln, um die ganze Stadt damit zu infizieren. Wir haben keine Zeit. Ihr müsst sie aufhalten. Wie halte ich sie auf? Die Leitgeborenen können ohne offizielle Papiere keine Fracht durch die Stadttore bringen. Sie haben gefälschte Transportpapiere dabei. Wenn ich diese Papiere stehle, können sie die Seuche nicht in die Stadt bringen? Vielleicht. Einen Versuch ist es wert. Schaltet einige der Leitgeborenen unten im Lager der Händler aus. Holt uns diese gefälschten Papiere. Ja, Khajiit wird allgemein sehr nice. Also es ist eine ähnlich wie auch der Dunkelelf. Khajiit wird mit dem Dunkelelf einfach die Wahl sein. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Aber Khajiit wird auch allgemein immer eine gute Wahl sein, was bestimmte Sachen auch Heiler und DD angeht, einfach, er hat Max-Werte, er hat Rek dabei, er hat Crit-Sachen dabei. Der Bretone wird auch nochmal, kriegt auch nochmal ein bisschen mehr Rek, das ist auch für ihn schön. Der Dunkelelf schließt die 30 Max-Magica-Lücke zum Hochelf. Kriegt viel Flame-Resistance.
Und da auch, ne, Kai war gestern zwar schon da und hat gemeint, ja, warte mal ab. Ne, ihr wisst, Totenlande, da wird viel Feuerschaden sehr wahrscheinlich sein. Aber natürlich würde ich davon die Wahl nicht abhängig machen, welche Klasse ich spiele. Mit, wie es im nächsten Kapitel aussehen könnte, mit Incoming Damage. Ey, das ist doch schön, Kill Persephone. Das ist doch echt schön dann. Nee, der bekommt Crit-Heilung. Der Khajiit bekommt, hat jetzt 10% mehr Crit-Schaden und mehr Crit-Heilung und wird auf 12% angehoben. Nicht Healing Done, Achtung. Healing Done wäre völlig OP. Nur Crit-Heilung. Das heißt, natürlich, wenn du relativ wenig Crit hast, wirst du es nicht so merken. Weil die Crit ja eh gesenkt wird. Nee, Healing Done nicht. Nee. Das ist eine Agonia-Sache. Valyas Frachtpapiere. Frachtverzeichnis Kramfeste. Eingetragener Händler Valya Hall. Eier Quama 2 Dutzend. Hurra 16 Hälften. Skattel 24 Steine. Goräpfel 8 Scheffel. Suyama 24 Krüge. Schein 8 Fässer. Flynn 10 Fässer. Gev 3 Fässer. Alikre-Gewürze, Mischung, 6 Steine. Prozent Healing, dann wäre broken, das stimmt. Mein Name ist Kotol. Ich habe vor dem Angriff der Leitgeborenen als Wache im Handelslager gearbeitet. Diese elfische Späherin hatte Glück, dass ich vorbeikam. Die haben ihr ordentlich zugesetzt. Wie habt ihr überlebt? Ich tat, was mir beigebracht wurde. Bei einer Überzahl verstecke ich mich. Keine sehr tapfere Entscheidung, aber so haben wir beide überlebt. Hört mal, wenn ihr dort hinuntergeht, dann könnte ich eure Hilfe gebrauchen. Ich brauche ein paar Sachen aus dem Lager. Was für Sachen? Sachen, die zu wichtig sind, um in die Hände der Leitgeborenen zu fallen. Sie sind in 3 verschlossenen Truhen. Also müsst ihr zunächst die Schlüssel holen. Wo kann ich die Schlüssel finden? 3 der Händler, für die ich gearbeitet habe, trugen Schlüssel an Ketten um den Hals. Sie starben als Erste, als die Leitgeborenen angriffen. Aber ich glaube nicht, dass ihre Leichen gründlich durchsucht wurden. Warum braucht ihr diese Schlüssel? Was ist in diesen Truhen? Ich fürchte, das darf ich nicht verraten. Ich kann euch nur sagen, dass ich geschworen habe, diese Truhen mit meinem Leben zu verteidigen. Das sollte euch eine kleine Vorstellung davon vermitteln, wie wichtig sie sind. Nee, weil ich dich nicht kenne. Es kann ja auch sein, dass du selbst einen runtergefallenen Chicken Nugget mit deinem Leben beschützen musst. Overlord Ben, einen wunderschönen guten Morgen. Und heute gibt es eine Kiste, morgen gibt es eine Kiste. Die Papiere. Habt ihr sie bekommen? Hier sind sie. Gut. Damit sollten wir uns etwas Zeit zum Handeln erkauft haben. Handeln? Was ist der nächste Schritt? Gute Frage. Bevor wir zurückschlagen, brauchen wir unsere Schwerter. Ich wünschte, ich wüsste, wie viele noch überlebt haben. Wo soll ich nach überlebenden Speeren suchen? Ich glaube, die meisten wurden gefangen genommen. Ich sah, wie einige von ihnen in Richtung dieser Höhle nördlich von hier geschleppt wurden. Ich melde mich bei Deryl und lasse ihn wissen, was hier vor sich geht. Ihr geht zur Höhle und schaut nach, ob ihr die anderen finden könnt. Machen wir es so. Ich hoffe nicht, dass die anderen dann zu laut werden. Ansonsten könnte ich es ja auch einfach mal im Bibi-Stream ändern. My Alerts. Follows. Da
einfach mal auf 70 hoch, würde ich sagen. So, und jetzt mal gucken, wenn der nächste Follow reingeht. Ja, es ist kein schwerer Akt. Und Marlin Platt und Reader Z, vielen, vielen Dank für eure Follows. Willkommen im Stream. Und hallo Fluxi. Ja, Flux kommt aus der Schweiz, wollte ich gerade sagen, kommt aus Holland. Das ist anders, aber. Ich brauche Hilfe! Verteilen! Mach das mal dann bitte mit Frau Kilana aus. Die notiert sich das dann. Nur Warteliste. Bitte Lilith. Lilith, einmal bitte dann deinen Accountnamen an Frau Kilana wegen der Warteliste. Oder wenn du auf dem Archives Discord schon bist, einfach da im Segen-Warteliste-Channel dich selber draufschreiben mit deinem Account. Apps Ghost und Will Sub for Beer. Wie? Muss ich mir jetzt überlegen. Ich habe 2 Flaschen Warsteiner im Kühlschrank, die ich aber nicht verschicken werde. Aber wenn du willst, dass sie in Gedanken dir gehören, weißt du Bescheid. Twitch Prime ist kostenlos. Old Hobor, danke fürs Einschalten. Bis dann. So, aber es wird auch Zeit fürs nächste Giveaway, weil sonst wird es heute alles ein bisschen spät. Weil natürlich das große Giveaway sehr, sehr viel werde ich ein bisschen länger laufen lassen als gewöhnlich. Und da wir ja auch noch die Giveaways von Gandalf haben, müssen wir mal gucken, dass wir heute ein bisschen zu Potte kommen. Deswegen werde ich den jetzt mal ein bisschen kürzer stellen und wir verlosen ein Housing-Paket bestehend aus einem Redoran, einer Redoranbank, 2 schönen Redoran-Tischen, 2 Stühlen und 2 Tischläufern. Gesponsert von Low Noise. Wenn ihr Dunkelelfen seid oder wenn ihr gerade wie ich in Deshan rumlauft, ein sehr, sehr passendes Giveaway. Diese Nixhunde werden mich nicht holen. Sie werden aus mir keine leere Hülle machen. Ich habe mich selbst zur Ader gelassen. So nutze ich ihnen nichts. Das wird es ihnen zeigen. Haltet durch, macht die Augen auf. Los, kommt schon. Was wollte ich sagen? Hat Speerin Marmüne euch geschickt? Ich war froh, dass ihr entkommen konnte. Die anderen, sie sind alle tot. Ich habe gesehen, was die Seuche anrichtet. Mich wird sie nicht holen. Aber wenn die Schutzzauber zerstört wurden,
Schutzzauber? Welche Schutzzauber? Arkane Schutzsteine machen die Leidgeborenen immun gegen die Seuche. Ein Geschenk von jemandem namens Vox. Es wäre sicher eine Schande, wenn sich diese Alits mit ihrer eigenen Seuche anstecken. Wie wäre es, wenn ihr diese Schutzzauber zerschlagen würdet, die sie beschützen? Wo sind die anderen Halo-Speer? Ich habe sie in der Dunkelheit schreien hören. Die Seuche hat sie geholt. Sie haben sich verwandelt. Die Schutzzauber. Konzentriert euch auf die Schutzzauber. Es gibt 3 von ihnen. Zerschlagt sie alle. Ich werde tun, was ich kann. Diese Schutzzauber verhindern, dass die Leidgeborenen sich mit ihrer eigenen Seuche anstecken. Zerschlagt sie und möge die Seuche sie alle holen. Wo sind diese Schutzzauber? Tiefer in der Höhle, weiter unten. Es ist der gleiche Ort, an den sie die anderen geschleift haben. Mögen die 3 jetzt über ihre Seelen wachen. Lebt wohl. Lebt wohl. Und Ace André, einen wunderschönen guten Morgen. Willkommen. Krümel, hallihallo. Und Lucky, einen wunderschönen guten Morgen. Ich laufe gerade in die falsche Richtung. Auf da wegzurennen von mir. Und Lina, ja, einen wunderschönen guten Morgen. Und hallo Daniel. Ich glaube, er ist einfach zu doof, die Treppe hochzulaufen. Und hält mich aber im Kampf. Ja, hat's da irgendwie. Irgendwie verklemmt. Gut, ihr seid noch am Leben. Speer Mamine erzählte uns schon, dass sie euch in diese Höhle geschickt hat. Varon meinte, er würde euch aus Narsis kennen. Er und seine Verbündeten haben Unterstützung angeboten. Was soll ich tun? Wir müssen vorsichtig vorgehen. Ich will nicht, dass noch mehr meiner Soldaten infiziert werden. Aber jemand muss sich um die Leidgeborenen kümmern. Ein für alle Mal. Ich habe die arkanen Schutzzauber zerstört, die von der Seuche, die euch vor der Seuche schützen. Das könnte helfen. Ah, das ändert die Lage. Wir haben die Seuchenlieferung für Gramfeste entdeckt. Ich will, dass die Kisten zerstört werden.
aber meine Truppen müssen in sicherer Entfernung sein, wenn das geschieht. Irgendwelche Ideen? Immer. Über ihre beladenen Wagen ragt eine Klippe und ich habe Bogenschützen da oben. Geht zu Nario Virian. Sagt ihr, die Bogenschützen sollen als erstes von oben die Kisten zerschießen. Wollen wir doch mal sehen, wie es den Leitgeborenen gefällt, ihrer eigenen Seuche ausgesetzt zu sein. Ich werde auf die Bogenschützen aufpassen, während sie ihre Arbeit machen. Gute Idee. Genau das, was wir brauchen. Dann macht euch auf den Weg. Dieser Tunnel wird euch ganz nach oben auf die Klippe führen. Alles klar. Und Reinhard, Rickert, vielen, vielen Dank für deinen Follow. Willkommen im Stream. Lokutus, einen wunderschönen guten Morgen. Hauptsache erstmal einen Blutbrunnen gesetzt. Warum auch immer. Muss gerade mal so ein bisschen gucken, was ich noch vielleicht leveln kann, leveln sollte. Und rausschmeißen kann. Alles klar. Leichte Rüstung müsste ich mal irgendwann. Da vier Eisstern, einen wunderschönen guten Morgen. Was ist das für ein Design-Add-on? Also alles, was du jetzt hier gerade siehst, ist Bandits. Alles, was du hier siehst, ist die Noraktis UI, die sagenumwobene Noraktis UI. Die wirst du aber nirgendwo zum Runterladen finden. Die ist gildenintern. Und kannst du den nur verdienen, wenn du es schaffst, bei Noraktis aufgenommen zu werden. Aber es wird mal Zeit, Daniel, ne? Ich glaube, wir sollten da mal einen Businessplan bearbeiten. Also damals, es gab eine Zeit vor der Noraktis UI, da war Tamriel Duster. Molag Bal hat über das Land geherrscht. Dann machte sich ein einzelner Gildenleiter auf, eine UI zu entwickeln, die seinesgleichen suchte. Ein kleiner Lichtstrahl erklimmte am Himmel. Spieler, die diese UI nutzten, spürten eine innere Kraft, die sie stärker machten. Und stärker. Molag Bal wurde bezwungen. Tamriel wurde befreit. Die Noraktis UI. Er strahlte. So gut, Daniel? Timeout nach Top-Benachrichtigung. Ja, weil sonst einfach alles immer den Chat hier voll spammt. Ich habe es begrenzt auf Subs. Bereit für einen Kampf? Die Leitgeborenen werden auf diesen Überhang zustürmen, sobald die Bogenschützen das Feuer eröffnen. Lasst mich wissen, wenn ihr soweit seid. Sagt den Bogenschützen, dass sie anfangen sollen zu schießen. Zieht auf die Kisten. Bogenschützen, auf eure Stellungen! Sobald die Pfeile fliegen, werden sie in Windeseile bei uns sein. Da kommen sie!
Und Simon Sunflower, einen wunderschönen guten Morgen. Vielen, vielen Dank für deinen Follow. Willkommen im Stream. Seht dem Ende ins Auge. Und hallo Virasian. Wir haben es geschafft. Alles klar, zurück in die Höhle. Planänderung. Die von den Bogenschützen zerstörten Kisten? Die Seuche verbreitet sich schneller als der Atem eines Drachen. Da können wir nicht entlang. Wie verbreitet sie sich so schnell? Hey, ich bin keine Alchemistin. Ich kann euch nur sagen, was Varun mir erzählt hat. Dieses Zeug ist stark und breitet sich aus wie ein Lauffeuer. Sobald es auf bloße Haut trifft, verwandeln sich die Opfer in leere Hüllen. Ich habe diesen Narren Dirill gewarnt, nicht weiterzugehen. Wenn er noch keine leere Hülle ist, dann wird er wohl sicher gerade von einer verschlungen. Diese Seuche verbreitet sich in Windeseile. Wo ist Dirill hin? Er hat einige Truppen in den Südteil der Schlucht geführt. Er sucht nach dem Anführer der Leidgeborenen, dem Alchemisten. Ich weiß nicht, ob er es überhaupt so weit geschafft hat oder nicht. Ich werde ihn finden. Bringt euch in Sicherheit. Das muss man uns nicht zweimal sagen. Wir bleiben auf erhöhtem Gelände, bis die Seuche verflogen ist. Wenn ihr Dirill findet und er sich verwandelt hat, dann tut, was nötig ist. Verstanden? Ich kümmere mich darum. Und Scrydie, einen wunderschönen guten Morgen. Freule, servus. So, muss mal, wir geben mal ein bisschen Gas. Magma Murmel, auch ein sehr, sehr cooler Name. Willkommen im Stream. So, wir haben ja auch ein paar. Angie, wenn du zuschaust, alles, alle Liebe zum Geburtstag. Und auch Liz, wenn du zuschaust, alles, alles Liebe zum Geburtstag. Muss ich mal gucken, ob die online ist. Ja, auch noch. Gratulieren. Ja, ach, ich kann doch einfach nach. Ist nicht on. Okay. Oh Gott, da war was, Basti. Herzlichen Glückwunsch zum Giveaway. Ich hoffe. Jezebel, einen wunderschönen guten Morgen. Kann man eigentlich nur eine Kiste pro Tag bekommen? Ja.
Oder kann man bei anderen Streamtrops noch weitere? Nein, aktuell für diese Kampagne ist eine eingerichtet. Eine heute, morgen gibt es eine weitere. Ihr müsst ein bisschen drauf gucken. Aktuell ist noch ein bisschen, wir gucken, dass wir das klarer kriegen mit Zoss. Es wird aber auch Streams geben, wo es dann wieder mehr gibt. Da müsst ihr immer so ein bisschen gucken, was die Kampagne anbietet. Aktuell einen. Genau, ich kenne deinen Namen, aber du musst dann noch dafür sorgen, dass wir auch deinen Account kennen, damit ich dir das Zeug zuschicken kann. Ah, okay. Danke für diese Antwort. Ja, Bräuler, haben wir vorhin geknackt. Deswegen haben wir auch vorhin direkt schon mal 300.000 Gold verlost gehabt. Aber das war ja natürlich noch nicht alles, was wir heute verlosen. Wir haben jetzt das erste Housing-Paket von Lonois raus. Mein Chat hängt sich schon wieder andauernd auf. Ist es nur bei Demon's World so oder auch bei euch allen anderen? Lady of Letters, einen wunderschönen guten Morgen. Also ist das so gewollt, dass man das eine Mal... Nein, Mars. Das war nur am Dienstag so. Aktuell ist es so, du kriegst nach 30 Minuten eine Kiste, die du claimen kannst. Fertig. Keine weitere. Morgen kannst du dann auch wieder eine weitere nach 30 Minuten dir holen. Eine. Nichts nach weiteren. Es wird später mal noch Kampagnen wahrscheinlich geben, vielleicht, eventuell, Zoss guckt, die dann halt auch einfach sagen, dass du, wenn du länger guckst, noch was anderes bekommst. Aber das ist noch nicht standfest. Aktueller Stand ist einfach, es gibt eine Kiste heute. Und eine morgen. Und danke, Tikira. Und Asykos, vielen, vielen Dank für den Follow. Willkommen im Stream. Okay, dann ist es, ich sag jetzt mal, auch wenn es blöd klingt, zum Glück nur ein Problem von Demon's World. Und kein allgemeines Problem. Aber kriegen wir auch geregelt. Wir aus Zeitgründen starten wir direkt das nächste. Nina 1321, vielen, vielen Dank für den Follow. Willkommen im Stream. Jetzt geht's um das zweite Einrichtungspaket. Viele, eine Amphore, eine Urne, ein Räucherhalter, zwei Räucherhalter, ein Himmelbett und zwei Decken für den Tisch. Darum geht's. Jetzt, danach wird eine Windmühle verlost. Dann verlose ich 300.000 Gold. Dann verlosen wir die große Collector's Edition. Dann verlosen wir nochmal 300.000 Gold. Und dann ist der Samstag vorüber. Und dann sind wir wieder unfassbar viel Zeug losgeworden. Ja, anders geht's halt leider nicht, weil die Sachen stehen wir halt nur auf PC zur Verfügung. Deswegen kann ich aktuell nur für PC verlosen. Aber ich will jetzt mal nicht zu viel versprechen und ich will jetzt auch nicht schon sehr vorausgreifen. Meine Stream-Team-Codes zum Verlosen sind so gut wie auf dem Weg. Und dann habe ich ein bisschen Futter, was Pets und Kram angeht, der dann auf allen Plattformen
einlösbar ist. Das dauert nicht mehr lange. Aber Zoss hatte sehr, sehr viel zu tun, was jetzt Enthüllungsevent und Tralala angeht. Aber ihr könnt euch sicher sein, dass das dann auch bald wieder bei allen... ...bei allen ankommt. Und Magma Murmel, vielen, vielen Dank für deinen Prime Sub. Danke für die Unterstützung. Vielen, vielen Dank. Und Chan 200, 400, Tanine, Nico 1184, Robodet 15, Mondnacht, Jared Inc., Hellstan 69. Vielen, vielen Dank für eure Follows. Willkommen im Stream, macht's euch gemütlich. Viel Spaß bei den Giveaways. Ja, und ich kann es nur noch mal wiederholen. Ich könnte diese ganzen Giveaways, die aktuell wirklich sozusagen von uns Spielern getragen wird, beziehungsweise von mir getragen werden, weil wir jetzt noch nichts Streamteam-mäßiges haben, weil es natürlich dann auch aktuelles sein soll für die aktuelle Saison. Dies würde ich nur so machen können, wenn es, weil es die Community gibt, die es gibt, die mir immer wieder Briefe schreibt mit Gold, mit Gegenständen, mit Dingen. Heute die Collectors Edition, die wir verlosen, hat auch ein Spieler gespendet. Kommen wir nachher nochmal zu Danny. Hat mich gestern angeschrieben, ich bin fast vom Glauben abgefallen, hat gemeint, hier, guck mal, hier hast du einen Key, kannst du verlosen, viel Spaß mit. Das wäre natürlich sonst nicht möglich. Das kriege ich selbst, obwohl ich ein bisschen Gold bei ESO auf der hohen Kante habe, würde ich das nicht hinkriegen. Nicht auf Dauer. Wie funktioniert das mit dem Prime Sub? Okay, wenn du Amazon Prime Kunde bist, heißt, wenn du bereits bei Amazon einfach deine Prime-Gebühren bezahlst, deine schnelle, kostenlose Lieferung genießt und auch das Streaming-Programm. Da Twitch Partner bzw. Eigentum, wie auch immer, von Amazon ist, kannst du deinen Twitch-Account auch mit deinem Amazon-Account verknüpfen. Durch diese Verknüpfung wird dein Twitch Account automatisch zu einem Twitch Prime Account. Der Twitch Prime Account gibt dir verschiedene Boni. Unter anderem, wenn du mal hier oben guckst, zum Beispiel Prime Loot. Ist jetzt für ESO nicht ganz so interessant, aber für ganz, ganz viele Spiele kriegst du Skins, kriegst du Dings. Wir hatten es einmal, ich glaube 2019, gab es sogar auch mal ein ESO-Reittier exklusiv für Prime-Loot. Was dir aber der Prime-Loot noch gibt, er gibt dir die Möglichkeit, jeden Monat einen Streamer deiner Wahl zu abonnieren für umsonst. Normalerweise kostet ein Abo 4,99 Euro. Mit Twitch Prime ist das einfach kostenlos möglich. Und du schließt auch kein Abo ab. Das heißt, wenn du jetzt das erste Mal deinen Account verbindest, kannst du, nehmen wir als Beispiel, mir einen Twitch Prime Sub schenken. Heißt, du bezahlst kein Geld, hast danach aber die Möglichkeit, auf meine Emotes und alles zuzugreifen, unterstützt mich, weil das Geld, von den 4,99 Euro bekomme ich einen gewissen Anteil. Und im nächsten Monat hast du diesen Sub wieder frei und kannst ihm wieder einen Streamer deiner Wahl zur Verfügung stellen. Du musst keine Angst haben, dass ein Abo weiterläuft oder so, sondern das hört einfach nach einem Monat auf und du hast die Chance, ihn neu zu vergeben. Und Hellstan habe ich schon. Dalaket. Einen wunderschönen guten Morgen, willkommen im Stream. Und Rico Black, auch dir ein Hallo. Genau, Variante, du sagst es richtig. Kilana könnte ja einfach die Schriebscheine, die sie bekommt, zurückschicken. Und dann behaupten, ich hab dir es doch auch geschickt. SZT-Kicks. Hallihallo.
Also, ich kann euch nur raten, jetzt nicht nur, weil ihr mich dann unterstützen könnt, sondern es geht ja auch um andere Streamer, es geht auch um, ne, wenn ihr eh Amazon Prime habt, es gibt so viele Leute, die haben Amazon Prime, die wissen gar nichts vom Twitch Prime, wenn ihr dann guckt, ihr könnt wirklich dem Streamer eurer Wahl eine schöne Freude machen, es kostet euch nichts und ihr werdet da auch nicht in irgendein Abo-Ding reingeholt. Es ist ganz einfach, was für was ihr eh schon bezahlt, dass ihr einfach weitergeben könnt. Und hallo Felix. Ich habe doch da eben ein NPC knurren gehört. Na, und weil jetzt so langsam so ein paar Leute dann eintrudeln wegen dem Collection Collectors Edition Giveaway. Aktuell läuft noch ein Housing Gegenstand Giveaway. Danach wird eine Windmühle verlost. Eine Alinor Windmühle, die auch nicht gerade wenig Gold wert ist. Danach wird es 300.000 Gold zu gewinnen geben und danach kommt dann die Collection Collectors Edition dran. Ich finde den Namen echt cool gewählt, weil ich sage sehr gerne Collection Collectors Edition. Nicht so, dass ich auch immer in meinem Brain überlegen muss, dass ich nicht Collection Collection sage oder sowas. Kannst du bitte kurz noch erklären, wie man Twitch mit Amazon Prime verbindet? Puh, das ist bei mir ungefähr 500 Jahre her. Lass mich mal gucken. Wenn du bei deinem Konto gehst rechts oben auf dein Profil, da gibt es den Reiter Einstellungen. Ich muss ein bisschen aufpassen, dass ich nicht irgendwie was leake. Hier gibt es den Reiter Verbindungen. Wenn du da draufklickst, kannst du deine Konten auswählen und verbinden. Es geht gerade um Amazon Prime, Danny. Nett. Also Twitch beim Amazon Prime. Nicht die Drops-Verknüpfung. Die macht ihr am besten auf der ESO-Homepage direkt. Schnabelkätzchen has subscribed. Schnabelkätzchen, vielen, vielen Dank für deinen Prime-Sub. Danke für die Unterstützung. Bei IAM. Ihr habt einen wahren Spießrutenlauf aus Siechtum und Tod hinter euch und seid trotzdem nicht krank. Wie habt ihr das nur geschafft? Ich bin nicht ganz sicher. Aber wir werden es fürs Erste als Segen des Tribunals betrachten und es dabei belassen. Die Leidgeborenen, die nicht der Seuche zum Opfer gefallen sind, ziehen sich zurück. Wir müssen uns nur noch einer letzten Sache annehmen. Jetzt kommen wir. Jetzt, Danny, du hast Vorahnungen gehabt. Das wäre. Wir haben Merkel Ruinen in die Enge getrieben. Er ist der Alchemist, der die Loddersseuche erschaffen hat. Wir müssen ihn gefangen nehmen und herausfinden, wie er das gemacht hat. Mit euch an unserer Seite können wir nicht scheitern. Worauf warten wir dann noch? Das ist die richtige Einstellung. Wir folgen euch auf dem Fuße. Denkt daran, dass wir herausfinden müssen, wie die Seuche erschaffen wurde. Dann können wir an der Herstellung eines Heilmittels arbeiten. Gehen wir. Gehen wir gleich, weil da Drops aktiv sind, erklären wir das natürlich. So. SEDLC, einen wunderschönen guten Morgen. Auch Mikiota, einen wunderschönen guten Morgen. Miss Hotkey. Hallihallo. So. Chan.
Wenn du die Anleitung suchst, das ist der zweite Link in dem Ding. Hier ist eigentlich alles nochmal erklärt. Du kannst auch hier den Links folgen. Loggt euch auf euer ESO-Konto ein. Wenn du hier draufklickst, landest du hier. Hier kannst du dich einloggen mit deinen Daten. Das sind die Daten, mit denen du dich auch im Spiel einloggst. Heißt, wenn du dein Spiel startest, gibst du ja auch immer deine Ad-Adresse ein und sowas. So. Viel mehr kann ich jetzt leider nicht zeigen, weil da natürlich ein bisschen was drinsteht. Auf der linken Seite siehst du dann ein Fenster, das heißt Kontoübersicht. Und dort ist ungefähr der viertletzte Punkt verbundene Konten. Wenn du da draufklickst, siehst du verschiedene Sachen zum Auswählen. Twitch, PSN, Stadia, Xbox Live und Steam. Möchtest du jetzt dein ESO-Konto mit deinem Twitch-Konto verbinden, drückst du einfach mal auf Twitch drauf. Und es wird wahrscheinlich von einer Benachrichtigung aufgeben. Wo du einfach autorisieren musstest, deine Konten verknüpft werden. So, was droppen diese Terrier-Fragmente? Ich glaube, eines Listenscamp gefunden. Wenn du 10 Terrier-Fragmente hast, kannst du daraus einen Allianz-Terrier machen. Den kannst du auch bei der Impresia kaufen als schon fertiges Stück. Kannst du dir halt auch da dann angucken. Einfach mal zur Eventhändlerin gehen. Da sind die Allianz-Terrier abgebildet. Je nachdem, mit welchem Allianz du diesen Terrier verbindest, diese Fragmente, diese Allianz wird dann der Terrier als Ding anziehen. Warfairy, wegen Steam gebe ich nichts mehr ein. Was meinst du denn mit nichts mehr ein? Verstehe ich gerade nicht. So habe ich was gefunden. Ach so. Ja, laufen. Also wenn ihr Kronenkisten bekommt und sowas, ja, nichts drücken. APS Ghost has subscribed. Ihr macht da vielleicht nur eine Büchse der Pandora auf. Kanzler94, vielen, vielen Dank für deinen Follow. Und hallo Astro. Du hast schon ein bisschen Gold verpasst. Gerade noch Housing Giveaways. Gleich kommt nochmal ein bisschen Gold und Alinor Windmühlen Giveaway. Dann wird eine große Collection, Collectors Edition verlost. Ja, also Steam ist ja schon wirklich besser geworden. Es war ja mal richtig schlimm. Kannst du auch verkaufen, Cory, natürlich. Und Apps Ghost, vielen, vielen Dank für deinen Prime Sub. Danke für die Unterstützung. Viel Spaß mit den Emotes. Mich wundert es nur gerade, dass die jetzt auf einmal Englisch spricht. Ich war mir eigentlich sicher, dass ich alles auf Deutsch gestellt habe, was Text-to-Speech angeht. Naja. Ach so, das meinst du. Ja, okay. Schon klar. Ja, du bist aber leider eine Sekunde zu spät. Aber wir haben gleich noch was anderes. So. Wir haben den nächsten Housing-Paket-Gewinner. Und es ist die Linia. Herzlichen Glückwunsch. Du hast dein Housing-Paket gewonnen. Niki Yu. Bitte melde dich hier im Chat. Entweder dann noch mir oder Frau Kilana deinen Accountnamen zukommen lassen. Wenn du willst, kannst du auch hier im Chat schreiben. Dann schicke ich es dir gleich. Wenn nicht, schicke ich dir alles nachher. Du hast ein paar Minuten Zeit zu reagieren. Ansonsten wird es neu verlost. Kann man verkaufen, genau.
Ja, die kannst du verkaufen, sind aktuell sogar noch ein bisschen Gold. Quote, quote. Angelus, einen wunderschönen guten Tag. Willkommen. Tanine, vielen, vielen Dank für deinen Tribe Prime Sub. Danke für die Unterstützung. Dankeschön. So, jetzt will ich aber gerade mal kurz gucken, warum die auf einmal einen Schlaganfall hat und Englisch spricht. Faljadril has subscribed. Das war doch jetzt schon wie... Ah, warte mal. Es hat sich doch ganz danach angehört. Als wäre das abhängig davon... welche Sub-Alert kommt. Hier steht German. Hier steht Englisch. Dann mache ich die doch mal auf Englisch. Ich könnte natürlich auch mal gucken, dass ich es auf Südkoreanisch oder sowas mache. Und hier ist auch Englisch. Alles klar. So. Und Palja Trill. Vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Danke für die Unterstützung. Ich komme gerade wieder mit dem Chat kaum hinterher. Hui. So. Ah, Delania hat sich auf jeden Fall gemeldet. Es ist da. Freya01 has subscribed. Code. Freya, vielen, vielen Dank für deinen Prime Sub. Danke für die Unterstützung und danke, dass du gezeigt hast, dass ich den Mund ein bisschen zu voll genommen habe, von wegen, ich habe es umgestellt. Warten gerade mal, dass wir noch Deliana. Wie gesagt, einmal bitte Account an mich oder an Frau Kilana, weil dann kann ich nämlich das Giveaway zumachen. Und kann fortfahren. Noch eine Frage. Kann man den Stielstein bei Impressionen auch im Gildenladen kaufen und nur gegen Eventscheine? Den Stielstein, du meinst die Fragmente für das Pad, das kannst du nur, also wenn du hier den Wandelstein meinst, das kannst du nur bei ihr kaufen. Wenn du das meinst, Cory. Und Buscadero, einen wunderschönen guten Morgen. Willkommen im Stream. Ihr könnt auch Stilseiten gemeint haben. Die goldenen Seiten, Nullte Legion, die kannst du auch handeln. Die kannst du auch in den Gildenläden kaufen. Melle, du hattest recht. Was habt ihr gefunden? Was ist das? Ja, was eskalierst du denn da so? Was geht hier vor sich? What the fuck?
Ihr widersteht meiner Seuche? Versuchen wir eine stärkere Version. Nicht! Jetzt da los. Sonst. Guten Morgen. Ihr glaubtet doch wohl nicht, dass es so leicht werden würde, oder? Wunderschönen guten Morgen, willkommen im Stream. Ich werde meine Experimente mit eurem Körper fortführen. Und Inoshi, einen wunderschönen guten Morgen, willkommen im Stream. Hör auf, dich in den Kisten zu verstecken. Und Buscadero, vielen, vielen Dank für deinen Follow. Dankeschön. So. Haben wir was? Dragosia Black has subscribed. Dragosia Black, vielen, vielen Dank für deinen Prime-Sub. Danke für die Unterstützung. Dankeschön. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt, weil das... So. Ich... Alinor... Windmühle. Als nächstes hier Kick, ich habe die Tür aufgekickt. Vielen, vielen Dank auch für die ganzen Abos gerade. Was wollte ich gerade sagen? Eine Alinor Windmühle wird verlost. Sieht unspektakulär aus, ist aber sehr spektakulär, weil sie sehr viel Gold wert ist. Oder auch sehr, sehr schön aussieht für alle Leute, die Housing pflegen. Und die Frage, dass ich noch angekündigt habe, wie findet ihr die? Habe ich gestern den ganzen Tag drüber geredet, Christian. Dini Zemeze, was hat das mit den Twitch-Drops auf sich? Also, du kannst heute einen Twitch-Drop verdienen, indem du mindestens 30 Minuten guckst, dann kannst du den bei Twitch claimen und nach einem neuen Einloggen wird der hier im Spiel dir zur Verfügung stehen. Ein Twitch-Drop ist eine Ouroboros-Kiste. Diese Ouroboros-Kiste... ...die in den Kisten stecken können... Im Edelsteinbazar könnt ihr diese großartige. Das ist eine kleine Form einer Kronenkiste. Es ist oft sowas drin. Es sind keine großen Gewinne drin, außer ganz große, kleine Wahrscheinlichkeit. Ein Twitch-Reittier, das ist ein roter Sensch oder das gleiche als Bibi. Das Interessante an den Twitch-Drops, an den Ouroboros-Kisten, ist einfach, dass die Sachen, die du hier umsonst bekommst, du auch nach dem Öffnen der Kiste hier als Edelsteine verwerten kannst, wenn du nicht ganz so deppisch drückst wie ich. Sondern du kannst die auch eintauschen gegen richtige Edelsteine und bist dadurch immer 4 bis 5 Edelsteine reicher. Diese Edelsteine kannst du dann im Kronenshop bei den richtigen Kronenkisten gegen andere Dinge eintauschen. Und wie gesagt, in den Twitch-Drops Mimensteine, Gifte, sowas, Schriftrollen des Lernens. Es gibt eine große Schriftrolle, die ist noch relativ viel Edelsteine wert. Hauptgewinne sind zum Beispiel der scharlachrote Sensch des Bedauerns, beziehungsweise sein kleiner Petfreund da draus. Und es sind immer, also ich habe zum Beispiel auf dem NA-Server
220 Twitch-Drops aufgemacht. Dadurch habe ich 1300, 1400 Edelsteine fast gehabt. Ich hatte zweimal das Pet drin. Wenn du das Pet doppelt hast, kriegst du 132 Edelsteine. Und das Reittier hatte ich drin. Und wie gesagt, es waren am Ende fast 1400 Edelsteine, was mindestens 3 normale Apex-Mounts zum Einlösen sind. Das Ganze kostenlos. Wie man die kriegt, ja, du musst halt lange gucken. Twitch-Drops gibt es ja schon eine ganze Weile. Jetzt in einer neuen Form, früher noch ein bisschen anders, aber waren ja auch immer aktiv. Nicht immer aktiv, sondern es gab ja immer wieder Twitch-Drop-Wochenenden. Früher konnte man dann auch teilweise mit mehreren verschiedenen Streams offen mehrere Kisten haben, dann hat es ab und zu mal gebuggt. Und dann ist es so, du kriegst die Twitch-Drops immer auf deinen Account überwiesen. Heißt, du hast diese Twitch-Drops auch auf deinem NA-Server-Account, weil dein Account ja auch auf dem NA-Server existiert. Heißt, ich habe meine ganzen Twitch-Drops hier natürlich auf dem EU-Server aufgemacht gehabt, aber auf dem NA-Server haben sie sich angesammelt. Naja, das Ganze, wie gesagt, lest ihr einfach hier mal durch, was da oben steht bei der Anleitung. Verbinden, da liest du ja schon die Überschrift Änderungen an die Twitch-Drops. Früher war es so, du hast beim Zuschauen nur eine Wahrscheinlichkeit gehabt, einen Twitch-Drops zu erhalten. Bei einem Stream-Team-Member war diese Chance erhöht. Du hast aber nicht gesehen, ob du sie erhältst oder nicht. Und jetzt ist es einfach so, du hast eine 100% Chance, du musst nur lange noch sammeln. Ich dachte, die Zeit zum Sammeln ist 15 Minuten. Nein, wie vorhin auch schon gesagt, ihr müsst euch die Kampagnen angucken. Die Kampagnen unter dem Link. Wenn ihr auf diese Kampagnen klickt, seht ihr, dass fürs Wochenende 30 Minuten eingestellt ist. Zoss kann da auch 100 Minuten draus machen, können auch 5 Minuten draus machen. Je nachdem, was es wie wann zu gewinnen gibt, sind diese Zeiten angepasst. 15 Minuten war für den Dienstags-Stream. Aktuelle Zeit 30 Minuten. Ihr habt dafür aber einen 100%igen Drop. Vielen Dank, Miss Hotkey und Bremssparkfist. Vielen, vielen Dank für eure Follows. Was ist da drin geschehen? Wo ist Dire? Er ist tot, oder? Wir haben den Schöpfer der Seuche getötet, aber Dirill fiel in der Schlacht. Dann starb er tapfer. Habt ihr da drin irgendetwas erfahren, das uns helfen könnte? Das Labor des Alchemisten ist in den Ruinen. Seine sämtlichen Notizen zu der Seuche sind dort drinne. Gelobt sei Vivek. Mit den Notizen können wir endlich ein Heilmittel herstellen. Die Leidgeborenen sind ihrer eigenen Seuche zum Opfer gefallen. Die Händler kehren bereits in ihr Lager zurück. Was ist mit den Seuchenwolken? Der Inhalt der Kisten war extrem stark, aber auch sehr kurzlebig. Er verflog ebenso rasch wieder, wie er aufwallte. Und wir haben keine weiteren Krankheitsfälle gesehen. Aber wenn die Skramfeste erreicht hätte... Aber das war nicht der Fall. Aber wir dürfen in unserer Verteidigung nicht nachlassen. Das war nur ein Teil des Plans der Leidgeborenen. Aber fürs Erste ist die Schlucht und Gramfeste sicher. Und Winterwolf und Raichan, vielen, vielen Dank für eure Follows. Und ja, Giveaway kommt, der Drop kommt gleich an. Und Protektor, doch ein bisschen, weil es heute den ganzen Tag schon wieder geht, dass die Leute nur nach Drops fragen. Und ja, du bist vielleicht gerade... neu gekommen, aber dann halt auch, wenn dann die erste Frage direkt ist, wo ist mein Drop? Ich übertreibe jetzt bewusst, ich ist auch nicht böse oder so. Ja. Es gibt eine Kiste heute, eine Kiste, auch wenn irgendwo bei Amazon vielleicht oder bei Twitch da gerade unbegrenzt drunter steht, eine Kiste heute, morgen bei der nächsten Ding im Kalender gibt es eine weitere. Keine unbegrenzten Kisten. Und Paulani, einen wunderschönen.
Mit dem Tod des Alchemisten Merdin Drill ist unser Kontrakt erfüllt. Ich bin nicht sicher, ob wir es ohne euch geschafft hätten. Was werdet ihr beide jetzt tun? Auf zu unserem nächsten Auftrag. Wir bekommen nicht sehr viel Zeit zum Ausruhen. Wir sind immer im Dienst und halten ständig die Augen offen. Geht ihr jetzt nach Gramfeste? Warum sollte ich dorthin gehen? Jemand muss Ordinator Kilao sagen, was hier geschehen ist. Ihr scheint für diesen Auftrag verfügbar zu sein. Ich bin mir sicher, dass wir uns wieder begegnen werden. Hoffentlich liegt es nicht daran, dass euer Name Teil eines Kontraktes ist. Ich kann es kaum erwarten. Genau, unbegrenzt eine Kiste heute. Und Tayamon, einen wunderschönen guten Morgen. Und Udall Magic Juggler, mal eine kurze Frage. Kann man Programmierung als Kunst deklarieren? Ansehen? Würde ich so nicht sagen. Es kommt drauf an, was würde ich. Also wenn du jetzt irgendwie ein mathematisches Programm programmierst, würde ich das jetzt nicht als Kunst ansehen. Wenn du jetzt zum Beispiel sowas machst wie Code Miko und erschaffst einen Avatar, mit dem du dann zum Beispiel auf Twitch unterwegs bist, eine Kunstfigur, dann würde ich sagen, ja. Aber pauschal würde ich das eher nicht sehen und eher dann Nein beantworten. Das war ganz am Anfang Dr. Gandalf, das stimmt. Ich konnte damals noch nicht so davon profitieren, weil mein Internet da noch scheiße war und ich nicht mehr als ein Stream gleichzeitig aufmachen konnte. Geschweige denn dann noch ESO spielen konnte. Ich habe endlich dank dir einen deutschsprachigen ESO-Streamer gefunden. Vielen, vielen Dank. Aber wir haben einen sehr großen deutschsprachigen Raum. Wir haben auch inzwischen seit November ein sehr vergrößertes ESO-Stream-Team in Deutsch. Da waren früher 3, das ist jetzt angewachsen auf 6. Und es gibt natürlich den Arkais-Segen. Heißt, der Arkais-Segen ist eine Community-Gilde von Atheon TV, Lord Morrowind, Lasu und mir. Wir sind auch alle im Stream-Team, wir streamen alle auf Deutsch. Noch im Stream-Team sind Alexos und Niniku Mizemeli. Es sind sogar 7. Ich habe 6 gesagt. Warum? Weiß ich nicht. Darüber hinaus gibt es sehr, sehr viele weitere deutschsprachige ESO-Streamer. Also der Markt ist wirklich da. Man findet auch wirklich für alles was. Wir haben viele Housing-Streamer, Endgame-Streamer. Wie gesagt, wirklich PvP fehlt noch so ein bisschen, aber ist halt auch ein bisschen schwierig beim Streamen. Konsole noch ein bisschen schwierig. Aber es ist auf jeden Fall immer was geboten. Und es sind auch mehr dazugekommen in den letzten Monaten, was sehr, sehr schön ist. PvP bin ich wirklich auch ein bisschen lost. Ich spiele halt meistens meine Magicka Nightblade und komme damit ganz gut zurecht. Spontan würde ich einfach aus dem Bauch raus immer Maxorg sagen, weil Maxorg ist immer gut im PvP gewesen und wird auch nie schlecht werden im PvP. Natürlich Warden und Necro sind aktuell sehr stark. Necro sehr, sehr defensiv stark. Warden defensiv für offensiv sehr stark. Aber muss man halt auch mit der Spielweise zurechtkommen. Kampfsocke und Döms, vielen, vielen Dank für eure Follows. Willkommen im Stream. Ja, aber King Azar würde ich nicht als PvP-Stream sehen. Also King Azar ist halt Solo-PvP-Kaiserstadt. Also ich meine halt irgendwie hier mal die richtigen großen Raid-Gruppen-Geschichten. Nicht, dass jetzt hier King Azar schlecht wäre oder sowas. Das will ich damit auf keinen Fall sagen. Sondern ist ja schon eher alleine The Lonely Wolf unterwegs. Okay, ich hatte bei meinen 220 Kisten dann ein bisschen mehr Glück. Spiegel, einen wunderschönen. Frontrider, hallihallo.
Ist aber dann auch bald wieder vorbei, Tayamon, und dann kommt eine ganze Weile erstmal wieder nur PvE-Events. Ja, aber das sind, ich habe jetzt deutschsprachige gemacht. Zum Beispiel Decimus Eddard, wobei Eddard ja Deutsch sprechen kann. Aber er macht's nicht. Glaube ich in seinen Streams, ich höre ihn immer nur Englisch sprechen. Decimus natürlich immer eine, ne? Der macht auch Martin und Alcast mal vor, wie ein richtiger Bart aussieht. Decimus gucke ich sehr, sehr gern. Ist auch ein sehr, sehr starker PvP-Spieler. Benza, einen wunderschönen guten Tag. Muss jetzt hier erstmal wieder ein bisschen hinterherkommen. Bis Lobo gucke ich auch sehr, sehr gerne. Stimmt. Bis Lobo macht das auch sehr, sehr gut. So, wir müssen mal hier ein bisschen vorankommen heute. Ja. Alinor Windmühle ist gleich fertig. Handelslage des Hauses Lalu. Reisende Kaufleute und Verkäufer, halten sich bitte an die Regeln des Karawanenlagers natürlich. Alle Kaufleute und ihre Begleiter dürfen gerne unsere Lager und die zugehörigen Einrichtungen benutzen. Kaufen, verkaufen, kämpfen, Müll abladen und wildes Feiern ist innerhalb des Lagers strengstens untersagt. Die nahelegenden Ruinen sind gefährlich und dürfen von Unbefugten nicht betreten werden. Haltet euch zu eurer eigenen Sicherheit von den Ruinen fern. Bitte hinterlasst das Lager, wie ihr es vorgefunden habt. Beseitigt die Spuren eurer Gruppe und lasst sie nicht zurück. Decimus, ja, ich kenne ihn noch früher so ein bisschen aus dem PvP-Bereich von Almost Heroes. Einfach ein cooler Dude. Ach nee, warte mal. Gold? Nee. So. Da haben wir das. Ich schreibe das mal immer noch mit dazu. Na, nicht wundern, Frau Kilana. Gibt es einen Fehler, wenn man mehrmals teilgenommen hat? Nee, gab es auch noch nie bei mir. Warum auch? Also, ne, Leute, das ist einmal. Dann schreibt man es halt zweimal. 10 Minuten wird man sich schon noch da dran erinnern können. Ich hoffe, mit Update 29 kommt auch die Skill-Linie der Inquadranten schon keine Lust mehr. Ja, sind wir mal gespannt. Müsste ich eigentlich mal, weiß man noch nicht. Das weiß man noch nicht. Auf dem PTS sieht man es noch nicht. Werden wir mal gucken. Ich denke mal, ihr kannst eher vielleicht mit U30 mitrechnen. Würde ich jetzt mal aus dem Bauch heraus sagen. Weil mit U30 natürlich dann auch Craymore zum DLC wird und nicht mehr Kapitel ist. So, wartet, stopp. Das eine Giveaway ist doch gerade schon vorbei. Die Windmühle ist doch schon fertig und abgelaufen und die hat gewonnen, Kollerteufel. Kollerteufel, recht herzlichen Glückwunsch. Jetzt ist nur die große Frage, bist du im Arkais Segen? Und wenn du im Arkais Segen bist, wie heißt du da? Oder soll es an deinem Vermögensverwalter schicken? Und Werferry, vielen Dank für deinen Tier One Sub. Danke für die Unterstützung. Dankeschön. Aber du heißt nicht so. Wie heißt du nochmal? Wie heißt? Oder bin ich gerade blind? Nö. Komm nur gerade nicht auf deinen Accountnamen.
Helfen Sie mir bitte. Ah, Legion. Legion bin ich leider nicht drin. Okay, das macht's mir einfach. So. Und weil wir noch nicht genug haben, direkt das nächste hinterher. Es gibt 300.000 Gold zu gewinnen. Jetzt muss ich mal hier kurz an das Ding. Oh, ich glaube, ich habe vorhin was falsch rum verschickt. Fenris, falls du noch zuguckst, ich habe leider Paket 1 an Daliana geschickt. Du bekommst Paket 2 statt Paket 1, aber ich lege noch ein kleines Entschuldigungsbonbonchen mit rein. Nee, das Ding ist, wenn also nur zur Erklärung an euch, auch wenn ihr mal hier was gewinnt. Wenn ihr euren Accountnamen in den Chat schreibt, dann sieht den natürlich jeder. Dann nehme ich es mir raus, euch das im Stream zu schicken, weil die Leute ja dann eh schon euren Accountnamen wissen. Wenn ihr den zuflüstert, heißt es für mich so ungefähr, will ich nicht unbedingt. Und dann mache ich das immer off-Stream und verschicke die Sachen. Weil dann sieht es halt einfach keiner. Das ist einfach der Hintergrund, warum es jetzt auch noch bei dir nicht angekommen ist. Gern gesund, hallihallo. Was ist schon so wichtig an diesen Schmuckstücken? Warum sollte es mich kümmern, wenn die Leidgeborenen sie haben? Ja, es ist so, dass ich euch gegenüber ein bisschen geflunkert habe. Diese Händler schuldeten mir schon mehrere Wochen Sold und jetzt sind sie tot. Ohne dieses Geld verhungert meine Familie. Diese kleinen Schmuckstücke, die ihr geborgen habt, sehen zwar nicht nach viel aus, aber sie werden meine Familie ein Jahr lang ernähren. Ihr hättet mir von Anfang an die Wahrheit sagen sollen. Das konnte ich nicht riskieren. Entschuldigt, dass ich euch in die Irre geführt habe. Aber ich kann meine Kinder nicht hungern lassen. Gut, nehmt diese Schmuckstücke, aber sorgt aber dafür, dass eure Familie damit ernährt. Bringt diese Dinge den Familien den Händler zurück, bitte. Sie um euren ausstehenden Sold. Und jetzt wird's ein bisschen wild im Chat. Hallo, Kloin. Probier mal was. Mach mal neben der ganzen Giveaway-Geschichte ein Poll auf, wo ihr mir bitte mal sagt, was ich tun soll, ob er seinen Schmuck behalten soll oder ob er lieber sein Sold richtigerweise einfordern soll. Ventorix, einen wunderschönen guten Morgen. Nee, der wird das Geld auch einfach dann auch wieder keine Ahnung was mitmachen. Aber in beiden Fällen hat er, ne, ob er jetzt den Schmuck in der Hand hat oder das Geld, kommt aufs Gleiche drauf raus. Er wird es einfach verprassen. Ihr habt entschieden, bringt diese Dinge den Familien der Händler zurück. Bittet sie um euren ausstehenden Sold. Sie den verzogenen Kindern von reichen Händlern zurückgeben? Warum sollte ich?
Sie werden diese paar Schmuckstücke doch nicht einmal vermissen. Ist doch scheißegal. Bringt die Sachen zurück. Oder ich sorge dafür, dass die Wachen davon erfahren. Ihr habt recht. Dieses Zeug gehört mir nicht. Ich sorge dafür, dass die Familien ihre Waren zurückbekommen. Und es tut mir leid, dass ich mir diese Geschichte ausgedacht habe. Was haben wir hier? 1120. Okay, der ist schon mehr wert. Und Logenistos, vielen, vielen Dank für deinen Follow. Willkommen im Stream. Und wir können ja mal jetzt was versuchen. Hört mal bitte kurz alle her. Auch die Leute, die im Lurk sind. Es gibt ein Achievement bei Twitch. Das Achievement heißt, 200 Leute müssen sich am Chat beteiligen. Dann gibt es ein zusätzliches VIP-Abzeichen. Ausrufezeichen-Giveaway zählt nicht darunter. Daher habt ihr jetzt die einmalige Gelegenheit, einfach mal alle eine 1 in den Chat zu schreiben. Tut das mal bitte. Es wäre mir ein sehr tolles Anliegen, wenn ihr da einfach mal guckt, dass wir das auch noch holen. Ja, es gibt Achievements bei Twitch. Wenn du 5 Millionen Stunden streamst, werden 500 Millionen Leute bei dir zugucken, bla bla bla. So. Danke schon mal vorab. Ich werde euch eventuell berichten können, ob wir es dann geschafft haben. Max Hetz. Vielen, vielen Dank für deinen Follow. Also es muss keine 1 sein. Ihr könnt da reinschreiben, was ihr wollt. Hauptsache, ihr beteiligt euch. Ja, aber das sind Zuschauerstunden. Das klingt im ersten Moment viel. Es ist aber gar nicht so viel, weil wenn du viele Zuschauer hast, sag mal, du bist jetzt irgendwie ein Shroud, der 50-60k Zuschauer hat bei jedem Stream. Das musst du nicht in einem Stream erfüllen, sondern einfach über die Jahre auf Twitch. Dann hast du das ruckzuck hinter dir. So. Wo geht denn jetzt hier eigentlich eine Quest weiter? Hier unten. Da will ich aber noch nicht hin. Ich will erst mal hier hin. Und Captain. Vielen, vielen Dank. Hallo Ina Jalzer. Weiß ich nicht. Müsste ich gucken. Will ich jetzt aber gerade nicht gucken. Bis. Naja, die 5 Millionen Stunden waren auch nur aus meinem Kopf rausgesagt. Ja. Ich weiß noch nicht mal, ob es 5 Millionen sind. Vielleicht sind es nur 2. Es sind mehrere Stufen. Sabine von einem wunderschönen guten Tag. Hallihallo. Und guckt einfach. Am besten macht ihr Copy-Paste für Ausrufezeichen-Giveaway. Kein Freizeichen dazwischen, kein Giveaways. Groß- und Kleinschreibung ist aber in dem Falle egal. Und ja, ihr kriegt keine Bestätigung, ob ihr dran teilnehmt. Und nein, ihr kriegt auch keine Fehlermeldung, wenn ihr zweimal dran teilnehmt. Ihr könnt das ruhig 100-mal reinschreiben. Ihr kriegt nur ein Ticket im Hintergrund. Außer ihr seid Subscriber, dann kriegt ihr 2 Tickets. Einfach, weil die Leute ja auch Geld bezahlen. Also haben sie eine kleine höhere Chance. Und diese Kornblume habe ich mir mit diesem unglaublichen Sprung verdient.
Talvani Rados letzter Wunsch. Die Abscheulichkeit kommt nicht an mich heran, solange ich zwischen diesen Felsbrocken sitze. Aber ich komme hier auch nicht weg. Höchstwahrscheinlich werde ich hier sterben. Ich wünschte nur, mein Bruder Malvini wäre hier bei mir. Ich hasse den Gedanken daran, dass er weiterlebt und ich tot bin. Okay. Aber ich lasse dich auch hier stehen, weil ich nicht gegen die Abscheulichkeit kämpfen will. Solch ein schreckliches Gemetzel. Braucht ihr Hilfe? Hilfe? Dafür ist es zu spät. Wir kümmerten uns um die Siechen, als die Virianzu uns ohne jede Vorwarnung angriffen. Sie töteten jeden im Kloster Mutgnar und setzten dann alles in Brand. Sie warfen Menschen in die Flammen. Wer sind die Virianzu? Es sind heidnische Aschländer, die jenseits des Lichts und des Schutzes des Tribunals stehen. Ich will gar nicht weiter darüber nachdenken. Wenn ihr wirklich helfen wollt, dann findet Heiler Sena. Er hat einige der Überlebenden außerhalb von Mutgnar um sich gescharrt, weit weg von den Patrouillen der Virianzu. Ich werde Heiler Sena finden. Warte mal. Da hat doch Fenris hat doch vorhin gesagt, dass ich es ihm auch so schicken kann. Das machen wir mal gerade, weil sonst vergesse ich es. Einmal Giveaway 2. Fenris. Giveaway. Wie gesagt, ist leider das falsche Paket. Nee, mit dem Stream nicht für immer. Ich würde dann einfach meinen Stream beenden und dann am nächsten Tag wiederkommen, als wäre nichts gewesen. Das wird irgendwann mal mein Nightblade-Heiler. Was? Oh, ich hielt euch für einen der Aschländer. Ich weiß nicht, ob ich das kann. Was müsst ihr denn tun? Meine Brüder und ich haben einen Pakt geschlossen, die Vorräte der Virianzu zu verbrennen. Sie haben bei ihrem Angriff auf Mutgnar unseren Vater getötet. Ich habe eine klare Vorstellung davon, welche Kisten ich verbrennen wollen würde. Aber ich glaube, ich schaffe das nicht. Ich neige einfach nicht zur Gewalt. Manchmal muss man seine Grenzen kennen. Ich weiß, aber ich kann nicht zu meinen Brüdern zurück, solange die Vorräte nicht brennen. Ich habe eine Fackel, aber ich bin kein Kämpfer. Ihr scheint mutig zu sein. Wenn ihr einfach nur hineingehen und die Vorräte in Brand stecken müsstet, würdet ihr das schaffen? Ihr könntet mich später nördlich von Mutgnar treffen. Ich treffe euch auf der Straße, sobald ich das zu Ende gebracht habe. Und Steel and Magic, vielen, vielen Dank für deinen Sub. Danke für die Unterstützung. Der Kevin, einen wunderschönen guten Tag. Wo Ruslan? Servus. Bin in der Küche und muss mir eine Hühnersuppe. Dann viel Spaß bei der Hühnersuppe. Ich mache aber auch gleich mal eine Sekunde Pause, weil ich auf Toilette muss. Aber wie in ESO so üblich, muss man erstmal kämpfen. Weil sonst verliert mir sein Mojo. Thank you.
Austin Powers ist ja auch so Pflichtlektüre eigentlich. Bitteschön. Vater, oh Vater, warum ist dir das zugestoßen? Ich habe getan, was ihr und eure Brüder wolltet. Die Vorräte der Aschländer brennen. Dann wurden wir gerecht. Unser Vater ist immer noch tot, aber wenigstens haben diejenigen, die für seinen Tod verantwortlich sind, ihren Preis dafür bezahlt. Warum fühle ich mich nur nicht besser? Weil Rache nicht besser wird. So. Bevor ich jetzt das Buch vorlese und die Quest abgehe, springe ich mal ganz kurz Richtung Toilette. Und daher eine ganz kurze Werbepause, aber ich muss echt pinkeln. Bis gleich. Hallihallo, ja, Danny, hast recht, ich hoffe bald, ne? Ich hoffe bald mit einem bisschen schöneren Stuhl noch, wobei der echt gut ist, aber er sieht natürlich nicht so schön aus, wie wenn da jetzt so ein ESO-Logo drauf wäre und was in Dietrich stehen würde. Mal gucken, wenn er rauskommt, was man so machen kann. Sin Raiden, einen wunderschönen guten Morgen. So, das Ende der Reise. Es war in der Zeit der großen Verzweiflung, als der heilige Velot und sein Volk das Land Restein erreichten. Zahllose Wochen hatten sie unter der Führung Velots die mächtige Gebirgskette erklommen. Viele der Chimer empfanden diesen Weg als wahnwitzig, aber die unbeugsame Gewissheit der Entschlossenheit Velots trieb sie weiter. Sie erreichten einen großen Pass, ein tiefer Einschnitt im Berg, der von Eis und Schnee bedeckt war. Velot trieb sie voran, einer Vision folgend, die er im Traum hatte. Er behauptete, einen großen Falken am Himmel zu sehen. Er schwor, dass der Falke den Chimer den Weg in ein neues Zuhause zeigen würde. Sie quälten sich über den Pass. Aber nach einiger Zeit konnten die Chimer nicht mehr weitergehen. Eine große Mauer aus Eis stand ihnen im Weg. Die Nachtwache. Das Ding ist, wenn ich so bin, komme ich noch nicht mal auf die Armlehnen, Clerix. Deswegen wäre das für mich tatsächlich überhaupt kein Problem. Es sieht wirklich schön aus. Da ertönte eine mächtige Stimme aus den Bergen. Wer seid ihr und warum seid ihr hergekommen? Wir sind ein Volk ohne Zuhause, antwortete Velot dem Berg.
Eine junge Frau trat aus der Eismauer. Wer seid ihr? Fragte Velot. Ich bin eine Freundin der Schieme und ich bin gekommen, um euch nach Hause zu führen. Wenn ihr bereit seid, meine Herausforderung anzunehmen. Ich verlange ein Opfer von euch, Velot. Schwört einen Eid, der euch zu einem besseren Meer macht. Velot erhob seinen mächtigen Hammer und verkündete: Niemals wieder werde ich dieses ein oder andere Werkzeug schwingen, um einen Widersacher zu erschlagen. Ich habe mein Herz meinem Volk versprochen. Aber nun muss ich ihm mehr geben. Ich widme ihm mein Leben, meine Seele. Die Frau drehte sich um und strich mit ihrer Hand über die Mauer aus Eis. Nach wenigen Augenblicken war sie geschmolzen. Dahinter lag ein fremdartiges Land voller Pilze und Asche. Sie ging voraus und die Schiemer folgten ihr. Velot sprach zu seinem Volk. Wir sind zu Hause, erklärte er. Dies ist der Amboss, auf dem wir ein neues Volk schmieden werden. Eine Reise endet hier und eine andere Reise hat gerade begonnen. Solch Zerstörung, solch Verschwendung von Leben. Dieses Gemetzel war völlig unnötig. Was ist hier geschehen? Wir wurden von den Viriansu überfallen, einem Stamm heidnischer Aschländer. Sie haben Mut Gnar, diesen Ort der Heilung und Zuflucht, angegriffen und Mönche und Kranke gleichermaßen getötet. Wir sind ein einfacher Orden, der die Träne des heiligen Velot einsetzt, um den an der Loddersseuche Erkrankten zu helfen. Wie kann ich euch helfen? Ich habe so viele Überlebende um mich versammelt, wie ich konnte. Aber die Verianzu haben Gefangene genommen. Sie werfen sie in die brennenden Gebäude. Unser Ordensführer Dolril Belverin ist immer noch dort. Er sucht nach Überlebenden und versucht, die Träne des heiligen Velot zu verteidigen. Ich werde Dolril Belverin finden. Ich mache mir Sorgen um Dolril Belverin. Ich befürchte, dass unser Orden in solch schlimmen Zeiten ohne seine geistige Führung auseinanderfallen wird. Trotzdem beharrt er darauf, dass die Träne des heiligen Velot in unserem Besitz bleibt. Er kann es nicht ertragen, untätig zu sein, während andere leiden. Und deshalb hält er in Mut Gnar aus. Warum ist diese Träne des heiligen Velot so wichtig? Velot vergoss die Träne, nachdem er die Chima aus Sommersend nach Morrowind brachte. Das Artefakt hat die Macht, Krankheiten zu heilen. Wir waren zwar nicht in der Lage, die Loddersseuche zu heilen, aber die Träne kann dafür sorgen, dass die Seuche die Körper der Kranken weniger schnell auszehrt. Warum haben die Aschländer angegriffen? Ich weiß es nicht. Sie verehren Velot, nennen ihn den Propheten. Sie hassen diese Seuche und wollen die Reliquie wahrscheinlich für sich selbst. Aber sie haben unsere Arbeit gestört und jetzt sind überall Seuchenhüllen. Was sind Seuchenhüllen? Brutale, hirnlose Monster. Ohne unsere beständigen Gebete, um die Macht der Träne zu lenken, wurden viele der Kranken plötzlich von der Seuche übermannt. Sie verwandelten sich in diese Kreaturen. Stützt sich euer Anführer so oft in Gefahr? Die ganze Zeit, wenn ihr es wissen müsst. Dolril ist einzigartig. Obwohl er der Führer eines Ordens friedliebender Heiler ist, ist sein Tatendrang groß. Er kann nichts dagegen tun, er wird von Ärger angezogen und er will immer Gutes tun. Es ist sehr verwirrend für den Rest von uns. Lebt wohl. Und Melinchen, einen wunderschönen guten Tag. Willkommen im Stream. Und natürlich, du kannst immer ihr so Fragen hier stellen. Es findet sich immer, eigentlich fast immer jemand, der sie beantworten kann. Beim Stream letztens hat doch Kai Schober irgendetwas gesagt mit Splittern sammeln für irgendein Pet, wo man dann zum Haus wird oder so. Das gibt's noch nicht im Game. Das Haus noch nicht. Aber die Fragmente für das Pet. Aktuelles PvP-Event. Bei der Imprisaria kannst du deine Event-Tickets, die du durch das PvP-Event sammeln kannst, ein Ticket durch eine Quest in der Kaiserstadt, zwei Tickets in Cyrodiil durch eine Quest. Diese Eventscheine kannst du einlösen durch zu den Fragmenten, aktuell den drei Fragmenten für das Pet.
Und was sie noch im Angebot hat, ist die Detra-Haut. Die hilft dir in Q1 dazu, daraus einen Skin zu machen. Doch kannst du hin, weil, wenn du auf L drückst, hast du auch die Möglichkeit, zum Beispiel in eine bis 50 Cyrodiil zu gehen. Genauso gibt es eine Kaiserstadt. Ja, bei der Kaiserstadt ist es schwierig, da gibt es keine Mini, aber zumindest nach Cyrodiil kannst du in eine kleine gehen. Es finden sich auch immer Leute da unten, denen du dich anschließen kannst. Das DLC kommt noch, das gibt es aktuell noch nicht zu gewinnen. Nikiu, aktuell läuft noch ein 300.000 PC Gold Gewinnspiel. Danach kommt, wird die Collector's Edition verlost. Dann musst du auch was eingeben, aber das bringt noch nichts, wenn du es jetzt eingibst. Genau, ja, aber es ist vielleicht ein bisschen, du musst nichts aus dem Grund, ja so, ja, für die, ich weiß nicht, gibt es da, genau, die annehmen, du kannst aber auch zum Beispiel in Morrowind hier hingehen und ja. Ja, also du musst nur einfach zu der Impresaria gehen, bei der im Zelt steht ein Khajiit und eine menschliche Gestalt in diesem Skin. Das ist ein Merun-Stargon-Skin. Meine Freundin Seela hat von euch gesprochen. Aus dem Kopf danke, nicht. Dass ihr geholfen und diese fressenden Irren vertrieben habt. Du müsstest einfach, also einfach für dich kannst du es machen. Du guckst einfach mal, wann die alte gestartet ist. Du kannst ja einfach, wenn du ein bisschen googelst, auf der Homepage finden. Dann einfach 3 Monate nach vorne, plus minus eine Woche, dann geht die neue Aktion los. Aber ich glaube, die aktuellen Kronenkisten waren irgendwas kurz vor Weihnachten kamen die, glaube ich, die Potentaten, wenn ich mich nicht täusche. Also das heißt, es ist noch ein bisschen Zeit. Vom Gefühl her aber nur. Wie gesagt, alle 3 Monate gibt es eine neue Kronenkistensaison. Ja gut, aber Protektor, das ist ja genau das gleiche wie beim Intrig. Am Intrig hast du den heranwachsenden Intrig gehabt, hast aus dem die Farben gemacht, hast ihn wieder verloren. Wolltest du auch den heranwachsenden haben, musstest du ihn halt einfach nicht am Ende nicht umtransformieren. Die Sache, also, ne, es ist, ja, aber ich stelle den Code. Ich habe den Code von einem Mitspieler zur Verfügung gestellt, der ehrenwerte Danny, auch bekannt als Razer, hat mir diesen Code zur Verfügung gestellt, dass ich ihn verlosen kann. Auch das wäre natürlich ohne Community nicht möglich. Ja, aber es wird ja genug Kronen, also du wirst genug Eventscheine haben, Protektor, einfach auch am Ende das Haus und dann noch das Pet zu bekommen, weil ist halt auch Neujahrsfest, wo es eh immer genug Eventscheine gibt. Und zur Not gibt es ja auch den Kronenshop für Eventscheine. Ich sehe die Durchtriebenheit in euren Augen und rieche das Blut auf eurer Waffe. Aber wenn ihr ein Virianzu seid, dann bin ich ein aufgeblähter Netsch. Was bringt euch nach Mutgnar? Dolriel, Sena hat mich geschickt, euch zu finden. Heiler Sena macht sich zu viele Sorgen. Ich bin noch vor keinem Kampf davongelaufen. Und ich fange jetzt auch sicher nicht damit an. Bei all dem Virianzu und solchen Hüllen ist es hier nicht sicher.
Die Viranzo. Ha! Sie fürchten die Lodderseuche. Ihre Lösung besteht darin, unsere Mönche und die Kranken gefangen zu nehmen und sie alle ins Feuer zu werfen. Das werde ich nicht dulden. Den Ring ins Feuer werfen? Ich mag mein Schwert gegen eine Mönchsrobe getauscht haben, aber ein Feigling bin ich nicht. Ich kann bei der Rettung der Gefangenen helfen. Das ist die richtige Einstellung. Wenn es im Osten ruhig ist, dann geht man nach Westen, sage ich immer. Passt nur auf die Seuchenhöhlen auf und rettet, wen ihr könnt. Ich nehme diese arme Seele und liefere sie bei Heiler Sena ab. Lebt wohl. Lasst uns Millennia, es kann natürlich auch sein, dass irgendwie das halt an deinen Nachbarn liegt. Vielleicht sind samstags einfach viel mehr Leute weil daheim im Internet, dass da vielleicht immer so ein bisschen die Leitung blockiert ist. Stile Magic, ich mache euch normal immer Hunger, jetzt machst du mir Hunger. So. Werferry, ich weiß es nicht. Man müsste mal gucken, wie lange das Event noch geht. Weiß auch nicht, ob es direkt irgendwie im Artikel mit drinne steht. Hier nochmal alle Einzelheiten. 9. Februar, ja gut, dann kann man ja hochrechnen. Donnerstag 3, Freitag 3 sind 6, heute 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 32. Wie komme ich auf 32? Ja. Aber halt dran denken, das läuft dann am Dienstag nur bis 16 Uhr. Heißt, ihr müsst dann zwischen 7 und 16 Uhr eure Tickets abholen, wenn ihr dann wie ich da arbeiten geht. Könnt ihr am letzten Tag dann halt die Tickets nicht einlösen. Ja, aber es ist halt ja auch es immer. Sind noch so viele Medaillons zu sammeln. Was für ein schreckliches Schicksal diese Leute ereilt hat. Naja, aber der Februar hat ja, aber das macht ja den Anfang, Clerix, der Anfang ist ja egal. Also beim Anfang, wenn es nur bis 9. Februar geht, ist ja egal, ob er 29 oder 30 Tage hat. Dann wäre der März entscheidend. Ja, wenn man um 7 Uhr halt kann, ne? Das ist halt so eine Geschichte. Aber wie gesagt, dadurch, dass es globale Events sind, lässt sich es nicht vermeiden. Wir können vielleicht froh sein, dass es nicht bei uns die Events donnerstags um 23 Uhr anfangen und wir dann in der Nacht die ersten Tickets verdienen können. Also von daher ist gehoppt wie gesprungen. Hier ist es nicht sicher. Das weiß ich. Aber Dolril ist nicht der Einzige, der die Erkrankten nicht im Stich lassen will. Ich kann nicht einfach gehen. Jemand muss die Medaillons der Gefallenen einsammeln. Warum sind die Medaillons so wichtig? Die Medaillons bündeln die Macht der Träne des heiligen Velot. Trägt man eines, wird der Verlauf der Seuche verlangsamt. Als die Aschländer angriffen, wurden die Medaillons überall verstreut. Wir haben nur so wenige von ihnen. Solange diese Hüllen sie tragen, nutzen sie niemandem etwas. Ich bringe euch alle Medaillons, die ich finde. Das ist richtig, dass der Server das nicht, aber auch in Europa und Amerika hast du verschiedene Zeitzonen und deswegen ist es okay, wenn du immer alles global starten und enden lässt. Tinchen Maus, herzlichen Glückwunsch. Alle mit Tinnitus kurz mal die Ohren zu halten. Tinchen Maus. Einmal bitte in den Chat melden. Sie haben was gewonnen.
Einmal bitte. Jetzt war kein Brüllen. Ich kann nicht brüllen. Ich bin viel zu zahm, um zu brüllen. Ich mach das eher mit hohen Tönen, die Aufmerksamkeit an mich. So, da haben wir schon Stardust. Die hat auch schon das ein oder andere, ein oder andere Giveaway von mir bekommen. Weil, sobald ich den Account kenne, ich dadurch auch weiß, dass da schon mal ein Gewinn hinten dran war. So, recht herzlichen Glückwunsch. Unbekannter Spieler, du hast eine Zahl vergessen. Ah. Können wir ja noch ein bisschen froh sein, dass es keinen Spieler ohne T gibt. Sonst hätte er sich jetzt gefreut. Ja, daran denken, immer die Schriftrolle aktiv zu haben. Am besten halt auch nicht alle Quests abgeben, wenn ihr wisst, behaltet mal immer eine für den nächsten Tag, wenn ihr vielleicht nicht so viel Zeit habt. Dann könnt ihr die nämlich einfach dann am nächsten Tag abgeben für eure Tickets. So. Jetzt kommt es zum großen Gewinnspiel. Deswegen muss ich jetzt mal... Ich glaube, ich muss vielleicht mal die Erklärung, was dieses Setzen Timeout ein, vielleicht ein bisschen deutlicher machen, dass dann die Leute in Timeout gesetzt werden und niemand anderes. Damit sie dann denken, was, warum kriegst du jetzt einen Timeout? Ja, du hast dir einen gewünscht. Nightblade, einen wunderschönen Tag. Du kommst genau pünktlich. So, kommen wir zum wichtigsten Teil des Tages. Nee, das ist nicht der wichtigste Teil. Der wichtigste Teil ist immer, dass ich streame. Denn das macht mir sehr, sehr viel Spaß, euch da zu unterhalten. Was aber jetzt kommt... Was jetzt kommt. Ja, du kriegst echt Flüchternachrichten, dass da einmal drauf drückt unten, hey, ich setze meine Kanalpunkte ein, dass ich einen Timeout bekomme und wundern sich dann, dass sie einen Timeout bekommen? Für wie viel? 90 Sekunden? Okay. Das ist natürlich hart. Die Timeouts heute übrigens, wenn ihr für eine Sekunde einen Timeout bekommt, das ist keine Böswilligkeit von mir. Ich kann es nur nicht anders einstellen, wenn ihr dann die Nachricht postet von wegen, hey, ich habe ein Ding geclaimed. Ich will das einfach ein bisschen weniger in meinem Chat sehen, weil sonst ist da immer alles voll und ich verpasse Sachen und tralala. Da müsst ihr mir ein bisschen verzeihen. Leute, wie die Subs haben oder sowas, die sehe ich noch, weil ich nicht alles ausblenden konnte. Ich habe es aber, wie gesagt, nur auf eine Sekunde gesetzt. Frau Kilana, wenn du ganz böse bist, machst du jetzt alle Timeouts auf 60 Minuten, weil dann kann keiner beim Giveaway mitmachen. So, was verlosen wir? Wir verlosen jetzt. Es wird auch ein bisschen länger gehen, das Giveaway, als die vorangegangenen. Der ehrenwerte Razer hat mir einen Key zukommen lassen. Und zwar ist der Key für folgende Version. Ich brauche ein schönes Bild. Hier. So. Ihr habt ja mitbekommen, wir haben verschiedene Versionen, die es im Angebot gibt. Ich habe im Hintergrund schon Bilder aufgemacht. Es gibt eine Upgrade-Version. Es gibt eine Upgrade Collector's Edition. Es gibt eine Collection und es gibt eine Collection Collector's Edition. Mein Lieblingswort. Dieses Bild muss ich mir gerade merken, weil das oben den Schriftzug hat und der ist sehr wichtig für mich. So. Diese Collection Collector's Edition beinhaltet das Basisspiel, alle vorangegangenen Kapitel, Morrowind, Somerset, Elsewhere, Greymoor und dann im Juni Blackwood. Alles ist sofort aktiv, außer natürlich Blackwood.
Zusätzlich bekommt ihr noch ein paar Ingame-Inhalte geschenkt. Und die sind in der normalen Blackwood Edition. Es gibt einen Motorstil vom Kühnvogt Tremora. Ihr kriegt ein Totenländer-Wamazu, einen Naggerhaut-Velva-Verwüster, ein Bärenjunges. Das ist nur als Vorbestellerbonus bis März enthalten. Ingame-Schatzkarten und es gibt eine Eisen-Atronagen-Kiste. Das ist eine der neuen Kisten, die dann später kommen als Kronenkistensaison. Und in der Collectors Edition gibt es dann zusätzlich noch folgende Gegenstände. Es gibt noch einen Begleiter, eine Sebnatter, die juwelenbefiedert ist. Ihr seht hier ein bisschen bunt. Ein Andenken, das ihr auswählen könnt. Einen auf dem Bild sehr, sehr krass aussehenden Schlachtfeld-Nachtmarsensche. Er sieht übelst gut aus. Totenländer-Gladiator-Monturstil und ein Emote, wo ihr dann vor mir niederknien könnt. Das Ganze gibt es jetzt gleich zu gewinnen. Erstmal Lord Faunus Morni Aria Ariel, vielen, vielen Dank für eure Follows. Und Gamohan, vielen, vielen Dank für deine Sub. Vielen Dank. Mit allen kannst du auch benutzen, wenn ihr schon irgendwas davon habt, ist es egal. Ihr bekommt aber nur einen Code. Das heißt, ihr habt ja nicht irgendwie das Basisspiel, was ihr noch weiter verschenken könnt. Ihr alle könnt aber auch auf der Homepage gucken. Der Rest verfällt dann einfach. Das, was halt noch offen ist, sozusagen, bekommt ihr dann einfach freigeschaltet. So. Und zwar wird das Ganze so ablaufen. Frau Kilana? Hallo? Freiwild, vielen, vielen Dank für den Follow. Es werden gleich jetzt aktuell das Giveaway ist nicht das große Giveaway. Wenn gleich das andere Giveaway losgeht. Nur Follower können mitmachen. Ihr kriegt ein Ticket, ihr müsst nicht 100 Mal Giveaway reinschreiben, schreibt es einmal richtig, kopiert es einfach aus. Der Streamlabs-Nachricht am besten raus. Lass mich mal dann starten, weil ich weiß, wann ich fertig bin mit Erklären. Aber beendet mal das andere dann. An Frieli und DJ Grasnarbe, vielen, vielen Dank. Nora Sana, vielen, vielen Dank für die Follows. Es wird so sein, ihr könnt ein Ticket haben. Als Subscriber kriegt ihr automatisch zwei Tickets. Und dann verlosen wir das. PC, ich werde euch dann im Anschluss, ihr müsst mir dann euren Account, ihr müsst mich dann auf Twitch anflüstern oder so. Ich schicke euch dann einfach einen Code, den gebt ihr auf der ISO Homepage ein und alles wird freigeschaltet. So, Palja, vielen, vielen Dank fürs Mitmachen und herzlichen Glückwunsch zu 100.000 Gold. Bitte wende dich an Frau Kilana. Die hat es reingemacht, die muss auch dafür pläschen. Big Beer, vielen, vielen Dank für deinen Sub. Danke für die Unterstützung. So, jetzt muss ich erst mal gucken, ob bei dem noch alles richtig eingestellt ist.
Jeder kann mitmachen. Dann können wir starten. Und Quatsch 081. Vielen, vielen Dank für deinen Follow. So, es startet. Ich wünsche euch allen viel, viel Glück. Macht mit. Einmal Ausrufezeichen Giveaway in den Chat. Für eure Chance, eine Blackwood Collectors, eine Blackwood Collection Collectors Edition zu gewinnen. Und nochmal zum Ehrenwerten. Eine Stunde läuft's. Astro, eine Stunde. Nochmal dickes, dickes Dankeschön auch an Danny, ne? Razer, wenn ihr ihn seht, zieht den Hut und sagt Dankeschön. Er hat das Ganze zur Verfügung gestellt. Sabine von, du hast ein E noch vergessen. Habe ich gerade im Vorbeifliegen gesehen. Einfach bitte nochmal schreiben, damit du auch mitmachen kannst. Naja, ihr armen Konsolenspieler, wie gesagt, ich kann nur das verlosen, was ich habe. Es tut mir leid, wenn ich aktuell nichts für Konsolen parat habe. Das wird sich aber bald auch hoffentlich wieder ändern. Mr. Zu, vielen, vielen Dank. Natürlich ist Anwesenheitspflicht, ob ich euch kenne oder nicht. LM Fanatics. Vielen, vielen Dank für dein Follow. Ich wollte gerade sagen, Looking for Man. Und dann habe ich gestockt und dann habe ich gemerkt, dass Looking for anders geschrieben wird. Nee, ja, alles gut. Aber wie gesagt, da kann ich noch ein bisschen spoilern. Ich habe die Hoffnung, die Vermutung, dass die nächsten Giveaways, die ich bekomme, plattformübergreifend sind, weil die dann nicht von anderen Spielern stammen. Und dann kann ich auch endlich mal wieder den Consoleros was Gutes tun. Früher hatte ich ja immer noch, als ich angefangen habe, hatte ich ja immer noch das Gute, dass ich noch sehr, sehr viele Pet-Codes hatte. Von Veranstaltungen, aber da die Veranstaltungen letztes Jahr alle ausgefallen sind, konnte ich halt auch keine Pets abkassieren. War nämlich zum Beispiel so, 2019 gab es einen Bantam-Guar. Und wenn du zum Beispiel auf der Taverne warst, haben sie dich gefragt, spielst du PC oder Konsole? Dann hast du gesagt, spiel PC, dann hast du ein Bantam-Guar-Pad für Konsole bekommen. Dann bin ich natürlich zu Kai gegangen und habe gesagt, Kai, ich hätte so gerne für meine Zuschauer. Dann hat Kai gesagt, geh da hin und hol dir was. Und dann bin ich da hin und habe gesagt, hier, der Kai schickt mich, gib mir doch mal bitte ein paar Codes für die anderen Plattformen. Dann haben die gesagt, jo, alles klar, hier hast du ein paar. Und dann konnte ich die auch verlosen. Ich habe das dann immer in der Facebook-Gruppe gemacht. Und wie gesagt, das wird dann auch hoffentlich bald wieder der Fall sein. Es wird dann halt kein Ingame-Gold oder sowas sein, sondern halt wirklich sowas wie Pets und vielleicht auch mal ein Kronenpaket. So, was muss ich denn jetzt hier überhaupt machen? Rettet Mönche. Hallo, bist du ein Mönch? Nein, du bist ein Gegner. Du bist kein Mönch. Und Zyna, vielen, vielen Dank für deinen Follow. Und nein, wir lassen hier bitte irgendwelche Werbung für irgendwelche Key-Seiten. Vielen Dank. Dass ihr mich gerettet habt. Ich wusste, dass Dolrin Hilfe schicken würde. Dann lassen wir einfach generell links. Hier drinnen wurde es so heiß. Ich kann es auch so ausdrücken.
Wenn ihr Links habt, schickt die bitte an meine Mods, damit ihr überprüfen könnt, dass ihr keinen Scheiß reinstellt. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Weiter geht's. Nein, 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 darum geht's nicht, darum geht's nicht, darum geht's überhaupt nicht. Von mir aus können wir hier auch Dauerwerbung laufen lassen. Es geht nicht darum, dass ich davon nichts habe. Es geht darum, dass ich dafür verantwortlich bin, was hier im Chat gepostet wird. Und wenn Leute hier irgendwelche, keine Ahnung, ich kenne euch alle nicht, ne? Wir kennen uns nicht persönlich, hier können irgendwelche Videos rumlaufen, die keine Ahnung was in den Chat posten. Ich bin dafür verantwortlich. Deswegen habe ich auch Moderatoren, die müssen den Chat moderieren, dass hier nicht irgendwelche Seiten aufgerufen werden und dann irgendwas aufgemacht werden, wo man sich vielleicht Viren an irgendwelche anzüglichen Sachen, tralala. Deswegen ist es generell bei mir untersagt, Links zu posten, beziehungsweise könnt ihr das nicht posten. Ihr könnt sie aber meinen Mod schicken und die gucken und wenn es ein gescheiter Link ist, wird er dann auch hier weiter gepostet. Ich poste ja hier auch Link-Empfehlungen rein. Und nun darum geht's. Gelobt sei Vivek. Hat Dolphin euch geschickt? Dann rest herzlichen Glückwunsch. EZ. Dank sei dem Tribunal. Hier drin wurde es so heiß. Erinnert mich zu besten Zeiten, als ich mit Jekyll immer die Dungeons zu zweit gemacht habe. Also noch schwer. Ja, das Schlimme ist nur, ALX können sie sich dann auch einfach hier in den Chat posten, weil er immer noch Modrechte hat. Das Reich ist... Greymoor war die Jahresstoryline zu Schwarzen Herz für Skyrim. Hat eigentlich angefangen mit einem Verlies-DLC, dann kam Himmelsrand raus, dann kam noch ein Verlies-DLC und dann kam das Reich raus. Reich war, Markarth war der Q4-Gebietspatch. Genauso wird es auch dieses Jahr passieren. Flames of Ambition ist ein Verlies-DLC, gehört zur Reihe, ist so ein bisschen ausgegrenzt, ist nicht story-relevant, sage ich mal. Dann in Q2 kommt das Kapitel mit Blackwood. Dann kommt wieder ein Verlies-DLC und in Q4 wird noch ein Gebiets-DLC dazukommen. Da haben wir ja schon gelernt, dass das maßgeblich in den toten Ländern spielen wird. Deswegen gehe ich davon aus, wir werden es nicht hier auf der Karte sehen, sondern es wird hier irgendwo als Portpunkt, der wahrscheinlich dann erscheinen. Gelobt sei wieder. Dank sei dem Tribunal, dass ich euch gefunden habe. Protektor, hau rein, schönen Samstag noch. Ich brauche eure Hilfe. Sie haben Doyril Belwein geschnappt. Sagt mir, wo ich sie hingebracht habe. Sie fesselten ihn und warfen ihn... Wo ich sie hingebracht habe, gibt keinen Sinn. Und dann fachten sie die Flammen auch noch an. Sie betrachten seine Arbeit als Blasphemie. Und Feuer ist ihre Lösung für alles. Bitte, ihr müsst Doyril retten. Ich werde tun, was ich kann. Ich gehe jetzt, bevor Ups, mir Google. Auch etwas Hallihallo. Schlimmes zustößt. Schreib direkt mal Giveaway rein und gewinn. Ja, genau, so habe ich mir das auch vorgestellt. Michi Giga, vielen, vielen Dank für deinen Follow. Willkommen im Stream.
Muss immer ein bisschen aufpassen. Es kann ab und zu mal sein, dass mir was durch die Lappen läuft. Hallo Microwave. Ja, mal gucken mal, wer gewinnt, ne? Kann ich den vielleicht schon morphen? Nee. Im Hinblick nämlich auf den nächsten DLC-Änderungen werde ich auf jeden Fall wissen, was ich hier skille als Nightblade. Wieder reich durch Kernholz. Tut so gut. Und Tokur. Einen wunderschönen Samstagnachmittag. Das war... Ich glaube, Norgzell war ein Prologstückchen. Hallo Sam, wir sind eine PS4-Community und haben einen guten Discord-Server. Ich habe dort Bethesda und Alexos verlinkt. Wenn streamen, darf ich dich da aufnehmen? Mir gefällt deine Art wieder sehr, sehr gerne, sehr, sehr gerne. Kannst du sehr gerne tun. Und auch wenn du da irgendwie mich adden willst, hier ist mein Discord. Mein Discord selber steht ja auch unten im Link, falls du da drauf willst. So. Ich glaube, ich meine, das war... Ich glaube, das war Seisser Hahn irgendwie. Irgendeine Prolog-Quest auf jeden Fall. Sind wir hier hingekommen. Was wird da geändert? Und zwar kriegt dieser Morph, also es gibt ja verkrüppelnder Griff, den wir alle als DD-Ding spielen, und es gibt den anderen. Der andere ist halt total uninteressant, weil der eigentlich genau das macht, was, der macht weniger Damage als verkrüppelnder Griff und macht kleinerer Magieraub drauf. Im nächsten Patch wird der geändert, er macht dann einen neuen Elementarschaden drauf, den du zwar als Nightblade auch relativ oft auslösen wird, weil das magischer Elementschaden ist, aber trotzdem. Und als, weil als Heiler ist einfach, brauche ich keinen verkrüppelnden Griff, weil ist zu DD-lastig. Oder Merkmeyer, was Merkmeyer? Und Assassin, einen wunderschönen guten Morgen. Verena, viel Glück. Bremspark Fist, einen wunderschönen. Hallo Bonhilde. Schlechte Nachricht, dein Soundtriber ist zerstört. Was du machst. Achso, du hörst mich am TV, sonst hätte ich jetzt hier Anzeichen gegeben mit mach ein Ausrufezeichen Giveaway. Um am Giveaway mitzumachen. Du kannst, Skillex, ich werde gleich mal was posten, da wirst du ein bisschen sehen, ansonsten einfach bei ESO-I wild durchsuchen. Ich müsste für Nummer sagen, aber da kommt man nur durch die Hauptquest hin, oder? Nee, Tal der Klingen kamst du auch in der Vorquest zu Craymore hin, zu Markart hin. Irgendwo bist du mit Seisser Hahn rumgereist und warst auch im Tal der Klingen. Ob du da warst, wo auch das Buch war, weiß ich nicht mehr, aber du warst auch im Tal der Klingen da.
Ansonsten Hauptstoryline, sei es der Hahn, richtig. Meine Frage, was für Essen nutzt du? Kommen wir nämlich gleich zu, mache ich gleich, seht ihr gleich. Hallihallo auch alle. Da. Hier habt ihr eine kleine Übersicht über die Addons, die ich nutze. Alpha Gear, ihr seht, hinten ist ja immer wieder ein bisschen was beschrieben. Südliches Elsberg klingt sehr, sehr gut, Werferry, wenn es um Sysahan geht. Da war er ja auch Teil davon, denn Kramor war ja eigentlich nicht die Hauptfigur. Würde gerne dein Discord beitreten, aber über Twitch klappt das leider nicht, echt? Da vielleicht irgendwas abgelaufen? Also eigentlich, wenn du hier links, gibt es einmal einen Discord-Link und einmal weiter unten gibt es auch einen Discord-Link. Sind es vielleicht beides. Sind aber auch beides die gleichen Links. Es kann natürlich sein, wenn du natürlich die App hast, ne? Mach die mal vorher auf. Und dann kopierst du den Link, den du hier eingelinkt bekommst, da einfach rein, wenn du einen Server suchst. Ansonsten wisper mich mal an mit deinem Discord-Namen. Dann kann ich das später auch mal versuchen zu regeln. Brunhilde, jetzt musst du erstmal gewinnen. Dann kannst du alles wiederherstellen. Angel Fighter, vielen, vielen Dank für deinen Tier 1-Sub. Danke für die Unterstützung. Musste da, glaube ich, von hinten ran. Was machst du? Skydex, es gibt sowas, das heißt Minion. Wenn du WoW-Spieler mal warst, dann kennst du das auch. Ich hörte mal was von, richtig. Minion ist ein Programm, das kannst du runterladen. Wenn du einfach nach Minion mal suchst, Minion, ESO, kannst du es dir runterladen, kannst deinen Ordner einrichten. Wenn du, das ist ein Programm, was auch dir hilft, deine Addons aktuell zu halten, weil es das automatisch macht. Wenn du dir die Arbeit machen willst, kannst du aber auch sämtliche Addons, die es gibt, die du auch auf Minion findest, hier dir ansehen und dort runterladen. Da lädst du aber allerdings eine ZIP-Datei runter. Die musst du dann entpacken und musst das Entpackte in deinen Addon-Ordner händisch kopieren. Aber dann kriegst du halt auch keine Updates mit und müsstest immer per Hand pflegen. Minion nimmt dir das machst du einmal jede Woche auf oder jeden Tag, je nachdem, und sagst einfach Update all und alles ist gepflegt. Und Eisflower Freya, einen wunderschönen. Ich bin an den Ecken schon leicht verkohlt. Lasst uns von hier verschwinden. Feuer, das ist die Antwort der Viriansu auf alles. Laut ihnen reinigt es die Seuchenopfer und die Frevler gleichermaßen. Diese Quamerköttel. Ich habe versucht, einem Rudel Seuchenhöhlen auszuweichen und bin mitten in eine Patrouille der Aschländer gelaufen. Ich habe alle gerettet, die ich retten konnte. Es ist Zeit zu gehen. Wir können nicht gehen. Noch nicht. Die Viriansu glauben, wir hätten die Träne des heiligen Velot entweiht. Sie haben vor, sie zu zerstören. Wir müssen ins Kloster gelangen und die Träne retten. Wenn sie sie zerstören, sind wir alle verloren. Nun gut, gehen wir ins Kloster.
Oh, wenn einer schon für Schnabelkätzchen dann was zu essen macht. Wird auch nicht nein sagen. Aber ich habe euch gestern Abend schon was vorgemampft. Werde ich heute nicht machen. Ja, ich habe so Multivitamin-Trinkschorle gedöns, das sättigt auch ein bisschen. So doppelter Kaffee sollte reichen. Uiuiui. Quarmaköttel, ja, es ist wirklich. Die Träne wird im Keller aufbewahrt. Okay, gehen wir mal in den Keller. Reliquien des heiligen Velut. Oh. Hallo Pia! Pia, du kommst genau richtig. Ausrufezeichen, Giveaway. Die Collector's Edition. Reliquien des heiligen Velut. Neben den lebenden Göttern ist der heilige Velut eine der meistverehrtesten Figuren in der Geschichte der Dunmer. Mehrere Gebetshäuser existieren in Deshan, die dem Gedenken an Velut und der Verehrung der Reliquien geweiht sind, die der Heilige und sein ursprüngliches Gefolge hinterlassen haben. Es folgt eine Beschreibung einiger dieser Reliquien und ihrer Bedeutung. Velots Urteil, der heilige Velut, schwang seinen Kriegshammer während des Auszugs aus Somerset. Velut hielt es für angemessen, diese Waffe abzulegen, als er schwor, seine Aufmerksamkeit vom Krieg abzuwenden und stattdessen ein neues Zuhause für die Chimer in Rhys-Dayan zu erbauen. Heute befindet sich das Urteil im Tribunalstempel und es heißt, es habe die Macht, verdorbene Seelen zu reinigen. Die Träne des heiligen Velut. Von diesem strahlenden Kristall sagt man, er sei eine Träne, die von Velut vergossen wurde, als er zum ersten Mal das Land Rhys-Dayan erblickte. Die neue Heimat, die er in seinen Visionen sah. Der Legende nach gefror diese Träne, als sie von Velots Wange tropfte. Die Träne wird von den Mönchen im Kloster Mutgna bewahrt und sie hat eine große Heil- und Regenerationskraft, vorausgesetzt die Mönche halten konstant Wache und beten zu geregelten Zeiten. Das heilige Gefäß von Velut. Das heilige Gefäß wurde von Velut benutzt, um während des Auszugs Wasser gegen den Durst der kranken Gefolgsleute zu holen und später um die junge Saat der neuen Heimat zu wässern. Heute befindet sich im Tempel von Salphora das Reliquiar des heiligen Veluts. Das Reliquiar steht im Schrein des heiligen Velut in Deshan und ist für sich allein genommen keine Reliquie. Es beinhaltet jedoch die vielleicht mächtigsten und heiligsten Reliquien, die mit Velut in Verbindung gebracht werden, seinen Schädel und seine Gebeine. Den Gebeinen des heiligen Veluts werden viele magische Eigenschaften zugesprochen und Pilger von ganz Morrowind reisen an, um den Segen des Heiligen zu empfangen. Legenden zufolge bekommen die Gläubigsten von ihnen während der Meditation und dem Gebet am Reliquiar Visionen des Heiligen. Viel Glück, Pia. Ja, Schnabelkind, ich muss heute noch mal. Ich muss noch ein bisschen. Und ich will auch noch ein bisschen, weil gestern hat mir PvP noch relativ viel Spaß gemacht. Hättest gerne ein Hörbuch von mir. Tatsächlich habe ich mir mal überlegt, gibt ja auch die Marmeladenoma. Wenn mir mal die Streaming-Ideen ausgehen, wird ein Content von mir sein, dass ich mir das Lied von Feuer und Eis schnappe und es einfach im Stream vorlese. Das ist mein absoluter Content-Back am Stream. Ihr Götter. Aber soweit ist so es noch nicht. Hab noch andere Ideen vorher. Die Hexe muss einen Zauber auf die Träne gesprochen haben. Habt ihr das gesehen? Ich wurde quer durch den ganzen Raum geschleudert. Hier ist die Träne des heiligen Velut. Bei Veluts Hammer. Das sind die besten Nachrichten, die ich heute höre. Passt auf. Die Viriansu werden uns niemals gehen lassen. Nicht solange ihr Anführer noch lebt. Ich weiß, das klingt schrecklich. Aber es ist die Wahrheit.
Und ihr wollt, dass ich ihn aufhalte? Ja. Ashkan Ginaza führt diese Aschländer an. Geht ins Lager der Virianzu und tötet ihn. Schneidet einer Schlange den Kopf ab und ihr Körper wird sterben. Dann werden sie die Träne des heiligen Velot nie wieder bedrohen. Trefft mich auf der Nordstraße, wenn ihr fertig seid. Ja, die Marmeladenoma ist eine sehr, sehr schöne Idee. Finde ich auch sehr, sehr schön. Und, Hoshi, dann drücke ich die Daumen. Haltet euch ran. Habt das auch alles ja schon mitgemacht. Glaubst du, ja, das kann sogar durchaus sein, Pia, das kann durchaus sein. Walter Sing, vielen, vielen Dank für dein Follow. Skilex, die ungefähre Schätzung ist schwierig, weil du kannst das Ganze natürlich auf komplett Hardcore betreiben. Heißt, du lässt dir von irgendjemandem, den du kennst, zum Beispiel Training herstellen, du lässt dir von jemandem XP-Pots geben, wo du deine XP erhöhst. Dann bist du mit der richtigen Stelle, du kannst dich dann auch irgendwo durchziehen lassen, damit du noch schneller levelst. Locker mal in der Stunde vielleicht auf Level 50, vielleicht sind es auch 3 Stunden. Im normalen Questtempo kommt es halt auch drauf an, hörst du dir die Quests an, liest du es durch oder skippst du alles durch. Aber es wird relativ flott gehen, finde ich. Ich würde aber tatsächlich auch dir empfehlen, genieß das Spiel und nicht so hasseln. Aber jeder kann spielen, wie er will. Warte, jetzt muss ich erstmal kurz welche Handelskontor zum Einsturz bringen. Standard aktuell Grindspots, Zaubernarbe, Kalthafen, ansonsten Karkstein gibt's immer noch die Katakomben, aber die geben nicht mehr so viel XP wie früher. Offene Grindspots sind im Moment sehr, sehr überfüllt, weil jeder Angst hat, dass mit dem neuen CP-System er komplett überhaupt nicht mehr ESO spielen kann und jetzt unbedingt auf 3600 CPs kommen muss. Aber wie gesagt, Katakomben von Himmelsgriff sind instanziert, das ist halt der Vorteil. Oder du machst MSA. MSA gibt einfach viele, viele CPs. Genau, was beim Powerleveln ja auch immer am Anfang so ist, ihr braucht irgendwann die Wegschreine. Ihr wollt eh irgendwann die Verliese machen, weil da Himmelsscherben drin sind. Ihr wollt eh irgendwann rumlaufen und müsst die Magiergildenbücher einsammeln. Heißt, musst eh alles abreisen. Also kannst du auch schnell noch die Quests mitnehmen. Doch, wenn du es auf normal stellst. Ja, die Erfahrung für CPs wird angepasst. Die Kurve wird neu aussehen. Wie genau die Kurve neu aussieht, weiß man noch nicht, da sie auf dem PTS noch nicht ist und da noch das Bestehende, die bestehende Kurve drauf ist. Es wurde gesagt, dass es bis 1200 CP dann um einige schneller geht als jetzt und wenn über 1200 CP dann ungefähr das Niveau ist, wenn du jetzt 810 CPs hast. Ich sehe da hinten eine Kornblume.
Genau, und wenn ihr Shrine-Tipps wollt, hört nie auf dem Extras. Der lockt euch nur von seinen geheimen guten Shrine-Spots weg. Ein Eindringling in unserem Lager? Ja, doch, weil ihr findet, du wirst ja trotzdem, also, ne? Du musst ja so sehen, wenn du jetzt zum Beispiel da oben guckst, dann brauchst du jetzt wahrscheinlich so 1,1, 1,2 Millionen. Für 810 CP brauchst du ja aktuell nur, was sind's, 400k? Dann bist du ja unten auf die 400k, das heißt, du wirst so schnell, wie du vorher von 810 auf 1200 gekommen bist, dann von 1200 auf, ich sag jetzt mal 1600 wahrscheinlich hochkommen. Also du wirst das auch merken. Achso, genau, wenn du anfängst zu questen, hier zum Beispiel die Wegschreine. Die Wegschreine sind einfach dein Travel-System in Tamriel. Das heißt, du kannst mit denen überall hinporten, ohne Kosten. Zeig gleich noch mehr, der spawnt gerade nur immer viel zu schnell. Ich muss ja dann mal kurz weg zur Seite. So, was noch wichtig ist, sind diese Symbole hier. Wenn du keine Addons hast, siehst du die Symbole nicht, aber Addons helfen die und du findest auch die Punkte im Internet relativ einfach. Das sind Himmelsscherben. Jede dritte Himmelsscherbe, die du sammelst, gibt dir einen Fertigkeitspunkt. Fertigkeitspunkte kannst du investieren in deine Skills. Die bekommst du nicht nur durchs normale Leveln. Ebenfalls liegen in der Welt Magiergildenbücher rum. Magiergildenbücher helfen dir, deine Skilllinie der Magiergilde zu leveln. Und später, wenn du mal richtig drin bist und die Sitchik-Gilde spielt noch eine Rolle, ist es nämlich zum Beispiel ganz gut, ein paar Wegschreine zu haben, weil wenn du die leveln willst, musst du ganz durch Tamriel flitzen. Ah genau, Daniel, erinnere mich mal dran. Nach dem Stream, wir gucken mal was. Ich will dir mal was zeigen, dann gucken wir mal, ob es da XP für gibt, was ich im Kopf habe. Schwarzwolf, Walter Singh, Ortklee und Delete. Vielen, vielen Dank für eure Follows. Willkommen im Stream. Und denkt dran, es läuft gerade ein Giveaway, eine ESO Collection Collectors Edition. Ich schicke euch den Key zu, den könnt ihr einlösen, habt ihr alle Vorteile. 92 Hess-Subs. Ihr könnt mitmachen, wenn ihr Follower seid und auf PC spielt, beziehungsweise der Code ist halt nur für PC. Ihr kriegt ein Ticket, ihr könnt so oft schreiben, wie ihr wollt, ihr kriegt nur ein Ticket. Subscriber kriegen mehr Tickets. Und hallo Dennis um 14 Uhr. Und Lissy, vielen, vielen Dank für deinen Prime-Sub. Und ich hoffe... Ah, ich sehe es gerade. Dominik 2612 has subscribed. Dominik, vielen, vielen Dank für deinen Sub. Danke, 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 danke für die Unterstützung. Tangos und Harry freiwillig. Vielen, vielen Dank für eure Follows heißt das, genau. Glaubst du, durch die Questreihe Mark hat noch das Haus des Antiquitar bekommen, wie im nördlichen Elsewhere? Nein, weil das nördliche Elsewhere-Haus war schon immer daraus aufgelegt, dass ihr das bekommt, wenn ihr levelt, also wenn ihr spielt, die Halle der Mond-Champions. Das Haus des Antiquitars gab es nicht durch Questen oder Sonstiges, sondern das war ein Event. Das Event ist vorbei. Heißt, auch das Haus ist vorbei. Oh, Schnabelkätzchen, Kartoffelsalat, gute Wahl, gute Wahl.
Angus, einen wunderschönen. Und vielen, vielen Dank für deinen Follow. Monster Toto und Prinz Neitsch, einen wunderschönen. Wenn ich jemanden übersehe, sorry. Hallo Silberdrache. Aber was von Gutscheincode gehört. Ja, aktuell eine Collection Collectors Edition. Im Giveaway. Um mitzumachen, Follower sein Giveaway in den Chat schreiben und bieten. Werden eigentlich im Juni die Charplätze wieder durch Blackwood erhöht? Sam, ich glaube nicht, weil bisher wurden die Charplätze immer nur erhöht, wenn wir eine neue Klasse bekommen haben. Und da wir keine neue Klasse bekommen, wird es sehr wahrscheinlich mehr, will ich, also ich weiß nichts Definitives, aber auch keine neuen Charplätze geben, meiner Meinung nach. Hab mir direkt ESO Standard, dann Kramer und wie sich das schimpft, ESO geholt. Ja. Habe ich damit alles, was man braucht. Du hast aktuell was, alles, was du brauchst. Allerdings ist es so, dass im Juni wieder ein neues Kapitel rauskommt, so wie jetzt Claymore. Das wird Blackwood heißen. Das wird hier spielen. Mit ESO Plus bekommst du den Zugriff. Du darfst sozusagen in der Zeit von ESO Plus die DLCs nutzen. DLC-Zonen kommen 3 im Jahr. DLCs, nicht DLC-Zonen. Das sind aktuell 2 Verlies-DLCs. In Q1 und Q3 und in Q4 gibt es ein Gebiets-DLC. Das kannst du mit ESO Plus nutzen. In Q2 im Juni-Patch gibt es immer ein neues Kapitel. Darauf hast du keinen Zugriff mit ESO Plus. Das musst du dir kaufen. Wenn es im Folgejahr ein neues Kapitel gibt, wird das bestehende Kapitel ein DLC und du kannst auch mit ESO Plus darauf zugreifen. Wie war das noch für Kai? Ist das Giveaway ein Upgrade? Da ist alles dabei, Pia. Aber es ist nicht schlimm, selbst wenn ihr alles schon habt, ihr könnt den Code trotzdem benutzen. Und euch wird dann das freigeschaltet, was euch noch fehlt. Aber was natürlich auch eine schöne Alternative zum Beispiel ist, wenn ihr das gewinnt, ihr kauft euch selber dann das Upgrade und könnt dann die Collectors Edition dann zum Beispiel jemanden schenken, der noch kein ESO spielt und sagen, hey, guck mal. Happy Birthday. Und Kavonix Saletti, Raska, Mohiboss, vielen, vielen Dank auch für alle eure Follows. Dankeschön. Genau, da ist er auch, der gute Razer, der das Ganze für den Stream heute hier möglich gemacht hat und das gespendet hat. Vielen, vielen Dank, Danny. Otto Vision, dir noch einen schönen Samstag. Ich habe die Träne des heiligen Velot an einen sicheren Ort gebracht. Vielleicht lassen die Aschländer uns jetzt in Ruhe. Der Anführer der Verenasu ist tot. Bei den dreien. Hoffentlich verschwinden die Verenasu bald. Ich bete darum, nicht alles noch schlimmer gemacht zu haben. Ich verließ die Armee, um das Blut von meinen Händen zu waschen. Und was ist nun geschehen? Ihr habt ihn getötet, aber ich war es, der diesen Pfeil von der Sehne schnellen ließ. Dennoch gebührt euch mein Dank. Ja, genau. Companions, ihr merkt, ich rede da auch nicht so viel drüber, weil das ist wirklich ein Thema, das wird uns dann erst nach dem nächsten Patch interessieren. Jetzt ist erstmal große CP-Überarbeitung, tralala. Da sind wir alle genug mit beschäftigt. Wie die Companions sich aufs Spiel auswirken, ich habe es vorhin auch schon mal gesagt, ein bisschen Sorgen bereitet es mir, aber da würde ich erstmal einfach die Infos abwarten, die es dann für das Kapitel dann nochmal separat gibt. Das kommt aber auch alles noch. Das wird dann im Ende März oder so dann der Fall sein.
mit Einzel-Extra-Events. Habt ihr irgendwelche Medaillons erlangen können? Ich hoffe es. Ich weiß nicht, was ich mir dabei dachte, dass ich da hinausgehen und sie alle selbst finden könnte. Hier sind die Medaillons, die ich gefunden habe. Vielen Dank. Sobald die Reliquie sicher ist und die Aschländer fort sind, können wir unsere Arbeit fortsetzen. Ist gut, Sorrigan. Alles ich gut. Ich mag vielleicht nicht sehr tapfer sein. Muss jetzt auch nicht doch übertreiben. Doch wenn ich meinem Orden bei der Behandlung der Kranken helfen kann, so werde ich das tun. Wie gesagt, ich kann da auch erstmal die Ablehnung ein bisschen nachvollziehen. So. Gott. Scheppert heute hier ganz schön. Da muss ich mir schon fast Gedanken um 4000 Follower-Special machen. Da Letty, Raska, Moiboss, habe ich aber auch schon gesagt. The Real Mikano, Get Judged und Bulls97. Vielen, vielen Dank für eure Follows. Willkommen im Stream. Viel Spaß beim Giveaway. Good luck. Also wenn du es jetzt gewinnst, ist es auf jeden Fall mit dabei. Wenn du es dir kaufst. So, und das ist das letzte Mal, dass ich heute kostenlose Kaufempfehlungen ausspreche. Hamster und Rampage ist nicht böse gemeint. Zoss soll seine Sachen selber verkaufen. Also. Wenn du jetzt Blackbot kaufst und hast Kramer übersprungen. Wenn du jetzt zum Beispiel das Upgrade von Blackbot kaufst, klickst hier drauf, dann siehst du, siehst nichts. Hier ist drin das. Wenn du dir allerdings die Blackbot Collectors Edition Upgrade kaufst, siehst du auch, ist nichts drin. Aber jetzt kommt das Aber. Jetzt, das sind jetzt die Preise im Zoss-Shop. Für 5 Euro mehr kannst du dir auch die Collection Blackwood kaufen. Und in der Collection Blackwood ist Greymoor, Elsewhere, Somerset, Morrowind drin. Natürlich kannst du auch preislich gucken, ob es sich lohnen würde, dir jetzt mit irgendeinem Key in irgendeinem Sale dir Greymoor zu holen und dann nur die Upgrade-Version und so dann vielleicht ein bisschen Geld zu sparen. Aber das musst du selber ausklabustern. Letztes Jahr war es auf jeden Fall so bei Greymoor, wenn du dann Elsewhere irgendwo im Sale dir bekommen hast und hast dadurch die anderen Kapitel davor bekommen, war es günstiger, als wenn du dir das große Paket geholt hast und hast dann einfach nur die Upgrade-Version nachgekauft. Und ja, so, ja. Natürlich, wenn im Sommer Blackwood rauskommt, dann wird Greymoor ein DLC. Heißt, wenn du ISO Plus hast, kannst du Greymoor dann eh nutzen. Für den Zeitraum, wo du ISO Plus hast. Wie findet ihr die Änderung am Champions Points Cap? Ich finde es gut, weil dann haben alle wieder endlich was zu tun und hören auf zu meckern, dass es ja gar nicht mehr vorangeht. Vergleich Vampir-Werwolf, was empfiehlst du? Wenn du Stamina spielst, ist Werwolf spielbar, musst dich halt immer verwandeln. Vampir ist halt immer nebensächlich. Vampir ist aktuell, würde ich unerfahrenen Spielern nicht unbedingt ans Herz legen. Ist ein bisschen tricky, muss man sich ein bisschen einlesen. Muss man ein bisschen verstehen, was man da macht, dann ist er stark. Dutz Meitz und Evo Mister, vielen, vielen Dank. Danke. Für eure Follows. Willkommen im Stream. Willkommen bei dem, der eine Karte hat und trotzdem falsch rumläuft. So. Das Giveaway läuft noch circa 15 Minuten.
Und Wirsa, vielen, vielen Dank für deinen Follow. Willkommen im Stream. Zilien, Vampire sind nur für die Lux da. Das darfst du nicht so laut sagen. Ich kenne ungefähr 438 Leute von 500 Leuten, die Zoss mindestens 8, 3, 4, 5 Kronen geben würden, wenn sie Vampir bleiben könnten, aber den Look wegbekommen würden. hast du eine Modliste oder Befehl? Was meinst du mit Modliste? Eine Add-on-Liste für meine Add-ons in-game oder eine Liste, wo du siehst, welche Chat-Befehle es gibt? Zweiteres, nein. Genau, Add-on-Liste ist jetzt eben oben gepostet worden. Ansonsten Ausrufezeichen Add-ons. Da siehst du einen kleinen Teil. Ich habe ein paar mehr, aber das sind so die wichtigsten, die ich nenne. Sachen wie Port to Friends House oder sowas sind speziell. Aber habe ich auch nicht dauerhaft an, deswegen stehen sie in dieser Liste nicht drin. Aber zum Beispiel Lord Morrowind, Atheon TV und auch Alexos und wer auch immer haben alle zum Beispiel auch in YouTube-Videos, wo sie viele, viele Add-ons durchgehen, besprechen, erklären. Memphi, Mahlzeit, willkommen. Ja, ich habe mir meine Himmelscherbe geholt. Die wollte ich haben. Ah, Eroswan. Vielen, vielen Dank für deinen Follow. Willkommen im Stream. Asket Boon, vielen, vielen Dank für den Follow. Willkommen im Stream. Für die Leute, die sich jetzt wundern, wenn da eine Sekunde Timeout bei ihnen landet. Alles gut. Ich unterbinde nur dieses Hey, danke für den Claim für die Twitch-Drop. Ist nicht schlimm. Nur es spammt meinen Chat voll und ich kann dann die anderen nicht mehr lesen. Deswegen gibt es eine Sekunde Timeout. Eine Sekunde Timeout ist, glaube ich, verschmerzbar. Und hallo Nade81, einen wunderschönen guten Tag. Und auch ZEZ, hallihallo. Ismarschierer, Servus. Und auch Jucke64, ich habe vorhin Chat gesagt, glaube ich, weiß ich nicht, Hixton, vielen, vielen Dank für eure Follows. Willkommen im Stream. Damodem Hallihallo, Herr Servus, hallo, grüezi. Salü. Ich glaube, heute muss ich mir noch Hustenbonbons holen. Heute habe ich viel zu reden und es wird morgen wahrscheinlich auch nicht besser, aber morgen kann ich mir so ein bisschen ausklinken, weil wir morgen wieder Verliese laufen. Da muss ich mich auf die Verliese konzentrieren. Und kann nicht so viel mit euch reden. An Felix, vielen, vielen Dank für deinen Follow. Willkommen im Stream. Ogerisch. Aloha, ahoi. Hello. Meine Schwester schleicht sich in die Ruinen davon und ich werde verletzt. Wie typisch. Fremder, Fremder, Fremder! Ich benötige sofort eure Hilfe. Was ist euch zugestoßen? Das ist nicht weiter wichtig. Meine Schwester Kiret ist in diese Dwemer-Ruinen gegangen. Aber sie hat vergessen, meinen neuen Steuerstab mitzunehmen. Ich habe ihn gebaut, um mit den Spinnenkonstrukten fertig zu werden, von denen es an diesem Ort wimmelt. Sie mag es mir nicht glauben, aber sie wird diesen Stab brauchen. Ihr braucht also jemanden, der diesen Steuerstab zu ihr bringt? Genau. Ich würde es selbst tun, aber eines dieser hinterhältigen Dinge hat mich verwundet, als ich ihr folgen wollte. Noch dazu hatte ich vergessen, den Steuerstab mitzunehmen und musste sowieso seinetwegen zurück. Hier.
Nun gut, ich werde euch helfen. Meine Schwester hat ein Talent dafür, Ärger anzuziehen. Ich mache mir langsam Sorgen. Was macht ihr hier draußen? Wir sind Verlies-Vagabunden. Wagemutige Erforscher, genau wie ihr. Kiret kümmert sich um die körperliche Arbeit, während ich... Tja, ich bin das Genie. Gemeinsam sind wir ein gutes Gespann. Ihr scheint ein wenig jung für diese Arbeit zu sein. Wir mögen jung sein, aber wir verfügen über eine ungeheure Bandbreite an nützlichen Talenten. Wenn ihr es unbedingt wissen wollt, das ist unsere erste richtige Expedition. Wir brauchen etwas, um der Akademie unseren Wert zu beweisen. Dann muss der Erzmagier unsere Bewerbung annehmen. Welche Akademie? Die Akademie von Shad Astula natürlich. Meine Schwester und ich, wir kommen nicht aus einer wohlhabenden Familie. Wir müssen etwas von magischer oder historischer Bedeutung finden, um den Erzmagier so zu beeindrucken, dass uns... Der Duman 1995 hat 100 Bits gespendet. Was hofft ihr zu finden? Etwas Altes, etwas Mächtiges. Etwas, das sogar den abgestumpften Erzmagier der Akademie noch beeindrucken kann. Alle großen Anführer der Dunmeer waren auf der Akademie. Und es wäre der Welt gegenüber ungerecht, wenn mir ein Platz unter ihnen verwehrt bliebe. Lebt wohl. Danny, du hast recht, du hast recht. Und auch um dann auf Kraukilana zurückzukommen. Ich bin sehr froh, dass ich das vor ein, zwei Wochen mal geändert habe. Und nicht mehr meine aktuellen als Sub-Sound-Sounds, die drin sind, wie Phil Collins und sowas, jetzt meine Follow-Alerts sind. Weil die laufen ja immer 5 bis 7 Sekunden. Ich glaube, da würde ich die letzten 2, 3 Tage, wo es echt richtig heftig, dank euch, hier durchraddert, richtig, richtig genervt sein. Auch wenn sie natürlich sehr, sehr schön sind. Nata Malikrima, vielen, vielen Dank für den Follow und Dead Omen, vielen, vielen Dank für die 100 Bits. Dankeschön. Dankeschön. Ja, und er ist damals nur 3-mal gestorben, das stimmt. Naforin, du hast da auch vollkommen recht, das ist tatsächlich Steins Gate. Habe ich nie geguckt. Ist ein alter Follower-Sound von Soda Poppin. Fand ich immer cool, wenn ich den gehört habe. Deswegen habe ich ihn übernommen. Er benutzt ihn ja schon seit 2 Jahren nicht mehr. Daher. Reiners Tagebuch. Pnanual. Ich glaube, Kiret und ich könnten etwas entdeckt haben, um uns dem Erzmagier der Akademie von Shad Astula endlich zu beweisen. Die Tvema-Ruinen im nördlichen Tamriel bergen unglaubliche Schätze der vergessenen Tvema. Doch diese Orte sind oft zu gefährlich, um sie zu durchsuchen. Ich habe in alten Texten verschiedene Hinweise gefunden, wie man Tvema-Konstrukte durch die Verwendung eines harmonischen Geräts kontrollieren kann, das mit dem Resonatoren der Konstrukte interagiert. Es wird einige Zeit und viel Mühe erfordern, doch ich denke, es wird mir gelingen, zu Testzwecken einen Prototyp zu bauen. Ich bin wahrlich ein Genie, aber das wusste ich ja schon. So, Leute, noch grob 6 Minuten, wenn ihr das hört, läuft das Giveaway. Wenn ihr noch nicht teilgenommen habt, ist jetzt somit fast eure letzte Gelegenheit. Elite, vielen, vielen Dank für deinen Follow. Willkommen im Stream. Killerküken, Killerküken. Ich dachte, Küken werden gekillt, um Chicken Nuggets herzustellen. Und Pata, ihr, vielen, vielen Dank für eure Follows. Willkommen im Stream. Mahlzeit. Apropos Chicken Nuggets. Rakes Freund, hallihallo. Wird auch Zeit, dass du kommst. Ich gehe schon seit einer gefühlten Ewigkeit den Spinnen hier aus dem Weg. Moment, ihr seid gar nicht Reinor. Nicht wirklich. Aber er hat mich losgeschickt, um euch diesen Steuerstab zu bringen. Hat er? Ich wette, er hat sich beim Herumspielen mit diesen Spinnenkonstrukten verletzt.
So hat er es zwar nicht gesagt, aber ja. Wie typisch. Hör zu, für diese Ruine braucht man zwei Leute. Ich brauche jemanden, der für eine Ablenkung sorgt, damit ich in die nächste Kammer schleichen kann. Könnt ihr diesen Steuerstab an den Spinnen da drinnen testen? Bin jetzt mal hier. Ich werde doch nicht aus Herzensgüte helfen. Kein Grund, gleich so knurrig und maulig zu werden. Ihr kommt schon nicht zu kurz. Es muss hier doch bestimmt etwas Wertvolles geben. Reino und ich werden alles, was wir finden, mit euch teilen. Was macht der Steuerstab? Woher soll ich das wissen? Reino hat ihn gebaut. Er nennt es einen Steuerstab. Ich wette, dass man mit ihm die Konstrukte steuern kann. Benutzt ihn, um euch eines dieser Spinnendinger zu schnappen. Es braucht aber vielleicht ein paar Versuche. Reinos Geräte funktionieren nicht immer so, wie er sich das gedacht hat. Das klingt ziemlich wagemutig. Das ist die richtige Einstellung. Nun geht los und sorgt für eine Ablenkung. Also mich nervt's noch nicht. Ich find's einfach schön. Muss da immer grinsen. So, jetzt gucke ich erstmal, ob ich irgendwas aufholen muss. Alles gut. Hallo Trages-Freund, da Mudem Schlumpfinator. Servus, der Name sagt mir auch was. Raska, hallihallo. Und ach so, das meinst du, TVDM. TVDM, vielen Dank für dein Follow. TRB, vielen Dank für dein Follow. Pink, sorry. Jester 1707, Ubumut, Skylex 1337, Josh 0312. Vielen Dank für eure Follows. Willkommen im Stream. Ja, stellt euch mal immer sowas wie früher bei Papa Platte vor. Hey, son, where you find this? Wenn jemand. Ach, scheiße. Jetzt habe ich erst mal gedacht, was hast du jetzt vielleicht missverstanden, was ich hier gerade verlose? Das geht um Kai Schobers Aussage, wo er mich einfach mal. Zwangs. Es ist schwierig. Weil ich keine Konsole besitze. Und wenn ich eine Konsole besitze, besitze ich da keinen ESO-Account. Deswegen wird es schwierig, wenn es darum geht, mich als Companion zu verlosen, das zu tun. Mal gucken. Vielleicht können wir aber das Ganze so machen. Dass ich vielleicht. Keine Ahnung. Je nachdem, wann es kommt, je nachdem, wie die Pandemie dann vielleicht ist, vielleicht können wir das dann auch in einem Bethesda-Studio dann machen oder so. Müssen wir mal gucken. Jetzt werden schon wieder Ansagen gemacht. Wer gewinnt? Eine Minute läuft's noch, gleich ist es vorbei, gleich wird verlost. Batmouse, Knife, Fairy, Kleganex und Slobba. Vielen Dank für eure Follows. Willkommen im Stream und hallo Dark Angel. Also es haben sehr, sehr viele Leute mitgemacht. Daher wird spannend. Wird spannend. Hallo Sabine. Nun, weil gerade die Werbung durchläuft und ich so wenig Werbung immer mache und dazu eigentlich selten was sage. Wenn ihr einen Twitter-Account habt, folgt mir ruhig. Ich
versuche immer, euch auf dem Laufenden zu halten, was ESO angeht. Mit wann gibt's Drops, wann gibt's dies, wann gibt's das. So. Die Leitungen sind geschlossen. Es tut mir leid, wenn ihr jetzt eine Sekunde zu spät kamt. Kann aber nicht mehr reopen. Es ist durch. Frau Kilana, wenn einer gewinnt, den ich kenne, bin ich beleidigt. Wenn keiner gewinnt, den ich kenne, bin ich beleidigt. Wenn ich gewinne, ist alles bestens. Das ist natürlich eine Ansage. Nochmal zur Erinnerung. Giveaway ist ausgelaufen. Ist vorbei. Ihr könnt nicht mehr dran teilnehmen. Ich muss es nur noch ziehen. Aber da spanne ich euch in bester Deutschland sucht den Superstar-Manier auf die Folter. Ich habe den Stab auf diese Spinne angewendet und jetzt folgt sie mir. Ihr meint, dass die Erfindung meines Bruders tatsächlich funktioniert? Sie scheint es zu tun. Ich frage mich, ob es auch bei den großen Spinnen klappen könnte. Es gibt noch größere? Das ist eher unwahrscheinlich. Es ist bestimmt nur eine Legende, da bin ich mir beinahe absolut sicher. Auf jeden Fall gibt es hier etwas Wichtiges. Das habe ich im Gefühl. Etwas, das der Erzmagier nicht ignorieren können wird. Was macht euch da so sicher? Seht euch doch nur um. Ich konnte einen raschen Blick auf die Maschinerien hier werfen, während ich auf euch gewartet habe. Ich denke, dass diese ganze Kammer irgendeine Art von komplexem Dwemer-Gerät ist. Was macht sie? Ich habe keine Ahnung. Vielleicht kann sie diese große Tür da drüben öffnen. Oder sie könnte eine riesige wandelnde Teekanne mit Rasiermessern anstelle von Armen. Ich wusste nicht, dass sie so lange erzählt. Es gibt tut mir nur leid. Einen Weg, um das herauszufinden, nicht wahr? Wie funktioniert sie? Ich bin nicht sicher. Dieses Ermitter-Ding ist kaputt. Ich könnte es reparieren, wenn ich ein paar Ersatzteile hätte. Vielleicht kann uns euer funkensprühender kleiner Freund helfen. Aber was ist, wenn wir tatsächlich die Teekanne mit Rasiermessern bekommen? Oh, seid nicht so kindisch. Ihr klingt ja wie mein Bruder. Wie dem auch sei. Dieses Ermitter-Ding ist kaputt. Ich könnte es reparieren, wenn ich ein paar Ersatzteile Dankeschön. Hätte. Vielleicht kann uns euer funkensprühender kleiner Freund helfen. Was kann die Spinne tun? Dwemer-Konstrukte bergen Teile, um sich selbst zu reparieren. Sie wurden dazu entworfen, selbst empfindliche Mechanismen aus defekten Konstrukten zu entfernen und sie später neu zu verwenden. Ihr wollt also, dass ich Spinnenteile sammle? Nein, nicht ihr. Eure Spinne. Ihr würdet nur die Teile ruinieren, wenn ihr sie herauspult. Geht und zerschlagt ein paar Spinnen und lasst euren funkensprühenden Freund dann ihre Teile einsammeln. Ich warte auf euch beim Ermitter auf der anderen Seite der Kammer. So. Wir ziehen mal einen Gewinner. Und erstmal die Baumwurst und Uta Nebit. Vielen, vielen Dank für eure Follows. Hallo, willkommen im Stream. Gewonnen hat. Ich bin auch ein bisschen aufgeregt. Ich habe selber gar nicht mitgemacht. Ich würde gerne Trommelwirbel einblenden, aber am Ende ist das Copyright claimed und dann haben wir ein Problem. Also, ziehen wir es einfach so. Oh oh. Frau Kilana. Microwave. Ist der überhaupt da? Der ist so einkaufen gefahren, oder? Oh je. Ich sehe gerade vor mir, wie Frau Kilane ihre Tastatur einfach von sich wirft und rumflucht. Aber bisher hat er sich ja noch nicht gemeldet. Also die Chance ist da, dass wir schnell neu ziehen.
Ja, ich glaube. Ich habe doch. Ja, genau. Das tut natürlich richtig weh. Ich hoffe, es klippt einer und wenn er dann nachher wiederkommt, können wir es ihm schicken. Wir geben... Ja, ja, ganz ruhig. Auch wenn ihr natürlich alle gewinnen wollt, dann hoffen wir nochmal ziehen. Ne? Wir müssen den Leuten schon mehr als 20 Sekunden Zeit lassen. Wir übertreiben es da auch jetzt nicht. Ich will ihn ja nur dann ein bisschen ärgern. Und siebter Zwerg und Abbruni. Vielen, vielen Dank für eure Follows. Weiß gerade nicht so grad. Wende den Stab auf. Aber er will den Stab nicht mehr anwenden. Ganz gut. Warum? Microwave, du stehst jetzt mitten im Edeka. Du hast gewonnen. Du hast gewonnen, ein dickes, dickes EZ. Ich schicke dir dann nachher einfach den Key auf Discord. Jetzt kannst du erstmal in Ruhe weiter Nudeln kaufen und an der Metzgertheke einen Pfund Hack mitbestellen zur Feier des Tages. Ich weiß noch nicht mal, ob Microwave derjenige war, der gesagt hat, er geht einkaufen. Was ist denn mit meinem Gegenstand los? Warum ist der noch nicht bereit? Ah, stimmt. Astro war es. Astro war einkaufen. Gut, 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 gut. Alles gut. So. Aber es war auch noch nicht alles mit den Giveaways heute, ne? Können noch ein bisschen mehr gewinnen, weil... So wie sich das hier jetzt gerade hier hinzieht, will es eh gerade irgendwie nicht freischalten. Wendet den Stab auf besiegte Spinnen an. Ich habe auch schon eins von dreien, aber ich weiß nicht, wann die ausgelöst hat. Er sagt mir halt immer, Gegenstand noch nicht bereit.
Hallo, Kill Persephone. Paulani, viel Spaß beim Einkaufen. Bis später. Microwave kriegst, wie gesagt, gleich Post. Das kann ich mir merken. Zum Abschluss des Tages. Verlos ich aber einfach nochmal 300.000 Gold. Wir haben heute ein bisschen was geschafft. Wir haben über 3.000 Follower geknackt. Wir haben Drops an. Es ist sehr, sehr viel los. Ihr habt heute sehr, sehr viele Follows hier reingehauen, auch viele Subs. Daher einfach nochmal 300.000 für euch für PCEU zu gewinnen. Wenn ich denn fähig bin, das zu gewinnen. Daniel, hast du gesehen, du hast mit dem nächsten Patch im Champion-System 10% Wahrscheinlichkeit, dass du den Pot nicht benutzt. Du bist reich. Ich habe auch schon eine WhatsApp-Gruppe drauf für aufgemacht. Ich nenne sie die 10% Chance, keinen Pot zu verbrauchen. Apuni und stirb leise. Vielen, vielen Dank für eure Follows. Willkommen im Stream. Ja, gucken wir noch mal. Ist es so wie bei manchen Quests, dass ich den nicht komplett töten darf? Oder weil Besiegte dastehen, ich sie wirklich besiegen muss? Sehr schön. Ich habe mir auch nochmal heute testweise eine kleine Packung Bohnen liefern lassen, aber ich mache jetzt mal den anderen, der mir nicht so schmeckt, leer. Da hat es jetzt gezählt. Ja, mir läuft ja eine hinterher, aber ich brauche ja eins von drei. Und das Problem ist, wenn die... Ich krieg dieses Twemer-Spinne-Steuergedöns nur angezeigt, wenn ich auf einen Toten ziele. Okay. Oder ich krieg's halt auch, wenn einfach gar nicht drauf ziele. Oder muss mein Dude die töten? Ich glaube eher, meine Twemer-Spinne muss die vielleicht töten und ich gebe ihm sozusagen das Angriffssignal. Insgesamt nicht nur bei mir, heute für den ganzen Tag gibt es einen Drop. Heißt, hast du diesen schon verdient, kommst du heute keinen weiteren Drop.
Morgen gibt es wieder einen Drop. Ja, aber das Komische ist, wie gesagt, ich kann nur diesen... Warte mal, was macht sie jetzt? Aber der ist auch nicht garantiert. Doch, der eine ist immer garantiert. Ihr seht einen Timer laufen. Dieser ist garantiert. Das ist das Neue am System. Den Drop, den ihr bekommt, kommt ihr garantiert. Ihr seht einen Timer laufen. Wenn ihr abgeholt habt, habt ihr euren garantierten Drop abgeholt. Wenn irgendwas im Anzeigemodus nicht funktioniert, nochmal gucken. Ob eure Konten richtig verbunden sind. Ihr könnt auch oben auf euer Profilbild klicken. Da gibt es eine Kategorie, die heißt Drops. Da könnt ihr gucken, wie euer Fortschritt ist. Geschafft, wie auch immer. Wenn ihr abgeholt habt und habt bisher noch keinen Drop erhalten, auch keinen Frosch oder so, hatten wir jetzt schon ein paar Mal hier im Stream die Sache. Geht mal auf elderscrollsonline.de, meldet euch da in eurem Konto an und guckt unter verknüpfte Konten, ob wirklich euer Twitch-Account verknüpft ist. Wenn es dieser ist, einfach mal trennen, neu verknüpfen. Wir hatten auch schon jemanden, der musste das Ganze dreimal machen und hat dann einen Drop gekriegt. Hat dann seine geclaimten Drops von Twitch dann auch in-game erhalten. Also da vielleicht ein bisschen rumspielen. Gibt es eigentlich jeden Tag oder bestimmten Zeiten, so wie vorher? Immer nur, wenn Kampagnen geschaltet sind. Kampagnen findest du auf der Streamer-Seite. Aktuell noch ein bisschen verwirrend wegen dem Kalender, weil hier heute steht. Aber achtet hier einfach auf die Zeiten, die hier in den Kampagnen drin stehen. Das ist heute ab 6 Uhr, heute Morgen bis morgen früh um 6 Uhr gibt es einen Drop für 30 Minuten gucken. Und dann morgen früh ab 6 Uhr bis zum 1.2. heißt bis zum Montag um 6 Uhr morgens könnt ihr euch auch einen Drop verdienen. Genau zur rechten Zeit. Ich glaube, ich habe diesen Apparat fast durchschaut. Habt ihr die Teile? Bist du eingeloggt, Joralf? Wenn du eingeloggt bist, kann es passieren, dass du einfach mal ESO schließen musst und wieder reinmachst. Ansonsten kann es auch immer mal wieder ein bisschen Zeitverschiebung geben, wenn ganz, ganz viele Menschen gerade diese Funktion nutzen. Kann das auch sich mal ein bisschen in die Länge ziehen. Die Spinnen haben den Großteil der Arbeit gemacht. Reinos Steuerstab funktioniert also tatsächlich. Ist das zu glauben? Lasst mich mal diese Teile sehen. Ich glaube, ich weiß, wie man dieses Ding repariert. Jetzt bleibt zurück und gebt mir etwas Zeit. Nehmt euch Zeit. Man dreht es, zieht das an und fertig. Das sollte es gewesen sein. Wollen wir mal nachsehen, was dieses Ding macht? Bei Vivek, das ist unglaublich. Was ist dieses Ding? Eine Art komplexes Dwemer-Gerät, offensichtlich. Seht ihr die in dieser Kammer verteilten Kristallprismen? Dieser Emitter feuert einen Strahl ab, der von den Prismen reflektiert wird und dann irgendetwas tut. Oh, das ist so aufregend. Es sieht etwas angeschlagen aus. Ich bin sicher, ihr könnt es reparieren. Mag sein. Die Prismen könnten falsch ausgerichtet sein. Ich denke, wir müssen den Lichtstrahl auf einen bestimmten Punkt lenken. Justiert die Prismen so lange weiter, bis etwas geschieht. Ich arbeite derweil noch ein wenig am Emitter. Alles klar. Richtig. Nur ein simpler Auslocken hat bei mir am Dienstag zum Beispiel auch nicht gereicht.
Spiel wirklich beenden oder halt einfach ein bisschen warten. Kommt der Drop automatisch? Nein, du musst den weiterhin claimen, wie auch bei Bethesda. Wenn du dieses Abholen-Fenster nicht im Chat siehst, durch irgendwelche Gründe, hast du die Möglichkeit, einfach bei deinem Account hier oben auf Drops zu klicken. Dann siehst du auch die Fortschrittsanzeige und kannst da auch den Drop abholen. So, aber kommen wir wieder zum Wesentlichen. Ich muss hier noch unbedingt die Quest heute fertig machen. Kirits Notizen zu den Prismen. Die Ausrichtung all dieser kristallinen Prismendinge scheint einen Hinweis darauf zu geben, dass irgendwelche gefedert gelagerten Glitzerteile früher einmal Energie durch die Kammern getrieben haben. Das ist lediglich eine Arbeitstheorie, aber ich glaube, ich kann dieses Ding reparieren und es etwas machen lassen. Ich brauche nur etwas mehr von diesen Glitzerteilen und Drehdingern von den Metallspinnen, die in den Ruinen herumkrabbeln. Das würde allerdings erfordern, gegen die ekligen Spinnen zu kämpfen. Ich hasse Spinnen. Muss ich es doch wieder machen. Genau, Ingrimsch, du sagst, je nachdem, was los ist, ne? Es sind ja nicht nur die fucking awesome 430 Leute, die jetzt so gucken, ne? Es ist. Also da muss ich sagen, das neue Drop-System hat auf jeden Fall, was Zuschauerzahlen angeht, mehr gebracht als das alte, aber... Und wir sind nicht der einzige Stream und wenn alle droppen und... Das dauert einfach ein bisschen manchmal. Ah, den habe ich gar nicht gesehen, weil ich meine Nichtsichtweite so niedrig habe. Es ist okay, dass der schon vorher leuchtet, bevor der Strahl überhaupt da ist. Und Solveig Vertigo, vielen, vielen Dank für deinen Follow. Kann es auch sein, dass bestimmte Pause hinderlich sein können? Elder Grassroot bestimmt, kann ich aber nichts dazu sagen. Also ich habe bei Twitch, ich habe ja auch den Opera GX an, der auch sehr, sehr viel ausblendet, aber ich habe tatsächlich auch bei Twitch einfach alles ausgestellt. Durchaus kann das möglich sein, weil umsonst wird ja sowas auch nicht immer aus Spaß ausgegeben. Deswegen ist durchaus... davon auszugehen, dass da vielleicht auch bei bestimmten Werbeblockierern, Tracker kopieren, da ein bisschen... Zirkus macht, man hat es ja auch ganz gerne mit Werbeeinblendungen und sowas, dass dann irgendwas spinnt. Twitch will ja auch ein bisschen Geld verdienen. Leckeren Karamell-Cappuccino gemacht. Boah, ich werde dann auch jetzt gleich echt in die Küche gehen. Ich weiß noch nicht so genau, was ich esse, aber mir dann auch erstmal was Schönes zu essen machen. Ist aufgetaucht, gleich nachdem ihr hineingegangen seid. Wir haben gruselige Geräusche hinter der Tür gehört. Was war darin? Und kein Freizeichen zwischen Ausrufezeichen Giveaway. Alles zusammen, Ausrufezeichen Giveaway, in einem Wort. Ein riesiges Springenkonstrukt und dieses Tweemer-Relikt. Eine riesige Spinne? Ich wusste es. Kann ich sehen, was ihr sonst noch gefunden habt? Bitte sehr. Das könnte genau das sein, was wir brauchen. Ich wette, das bringt mich und Reinor in die Akademie. Schön, dass ich helfen konnte. Hier ist etwas, das wir nahe den Ruinen gefunden haben. Bitte nehmt es als Dank für eure Hilfe.
Wisst ihr, es ist gar nicht so schlecht, euch dabei zu haben. Ihr könnt jederzeit erneut mit uns in Verließen vagabundieren. Ich weiß allerdings noch nicht, was ich mache, weil ich habe jetzt eben im Kopf gehabt, ob ich mir Pizza mache, aber ich muss auch heute auf jeden Fall noch bei meinen Eltern vorbei. Könnte daher auch sein, dass ich nach dem Stream mich direkt auf den Weg zu meinen Eltern mache, denen vielleicht eventuell den Kühlschrank plündere oder dann auf dem Heimweg nochmal im Edeka vorbeifahren, mir nochmal irgendwas Frisches zu holen. Rein aus Notizen zu Bilgi. Die Auswertung von Kirits Aufzeichnung über die prismatische Sendermatrix im Leistungszeitraum, im Leitungsraum, zeigt bemerkenswerte Fortschritte im Verständnis der twemerischen Bauweise. Ihr Gekritzel mag kindisch sein und ihre Sprache, um es vorsichtig auszudrücken, ungenau. Aber ihre Schlussfolgerungen sind nichtsdestotrotz außergewöhnlich, trotz ihrer besten Bemühungen, das Gegenteil zu erreichen. Meine Schwester hat es tatsächlich geschafft, eine schlüssige Hypothese zu erstellen und zu testen, durch die sie nicht nur herausfinden konnte, wie das Twemer-Gerät arbeiten sollte, sondern sogar das Gerät reparieren und benutzen konnte, um eine Tür, die buchstäblich für immer versiegelt war, zu öffnen. Sie war in der Lage, aus gereinigten Teilen kaputter Twemer-Konstrukte und ihrem eigenen Speichel einen Ersatz für einen defekten Senderstein zu bauen. Ich werde den neuen Bestandteil nicht anfassen und ich selbst hätte das Dilemma auf jeden Fall anders gelöst. Aber ich bin stolz auf meine kleine Schwester. Ja, es gibt ja immer mal wieder so, ne? Ich war mir ja auch irgendwie sicher, dass wir Stibbons und so wiedersehen in Craymore, weil halt Antiquitätenjagd und sowas. Die habe ich da so ein bisschen vermisst. Die hätten da alle nämlich auch gut reingepasst. Mal gucken, wer alles so wieder auftaucht. Und Uther, vielen, vielen Dank für deinen Follow. Willkommen im Stream. So, das war's jetzt. Das kann ich hier schon wieder raus. Und ich muss den ganzen Weg alleine zurücklaufen. Boah. Frechheit. Warum laufe ich? Ja, und wie gesagt, ich habe halt wirklich gedacht, bei Antiquitäten und Gedöns war ja komplett ihr Ding, ne? Daria, vielen, vielen Dank für deinen Follow. Willkommen im Stream. Ja, der war in Trübmoor. Ist er etwas in Mitleidenschaft gezogen worden. Aber er war ja auch schon eine Steinstatue. Er war schon alles. Und es kann natürlich sein, dass es da oben zu kalt ist. Vielleicht ja dann hier jetzt in den eher dschungeligen Gebieten. Wenn wir hier hingehen, man weiß ja noch nicht so genau, welche Karte wir abdecken werden. Weil die Karte wird nicht von hier oben bis nach unten reichen, bin ich mir relativ sicher. Könnte ja auch sein, dass wir sehr nah an Trübmoor rankommen. Seit Plenumbra ist der bei mir eh nicht mehr das Original. Professor Dr. Bang, vielen, vielen Dank für deinen Follow. Daria, hallo und auch dir danke für deinen Follow. Volvox und auch C. Tracel White, vielen, vielen Dank für eure Follows. Willkommen im Stream. Orbit Vamp. Hallihallo. Wir haben noch ein 300.000 Gold PC Giveaway laufen, das aber gleich beendet sein wird, da ich auch gleich beendet sein werde.
Und Tegerius, vielen, vielen Dank für deinen Follow. Willkommen im Stream. Gerade mal, wie lange das noch läuft. Ah, die letzten Sekunden laufen. Melle, fast so langsam, zu spät. Also, okay, dann. So, ihr braucht kein Ausrufezeichen Giveaway mehr zu schreiben. Das ist abgelaufen. Ihr könnt nicht mehr dran teilnehmen. Ihr wart etwas spät. Tut mir sehr, sehr leid. Wir werden auch jetzt gleich den Gewinner ziehen. So. Und das letzte Giveaway des Tages. Das ist aber auch, ne, wir gucken mal, was wir die Tage so machen. Das nächste große Giveaway kann ich schon mal ankündigen. Wir haben Ende Januar, am 15. Februar habe ich Geburtstag. Das ist ein Montag. Vielleicht werde ich dann mal meinem random Montag entweichen und mein ESO darauf abzielen und einen Geburtstagsstream machen. Mal gucken, was wir da dann Schönes alles noch verlosen können. Aber jetzt geht es erstmal um 300.000 Ingame-Gold. Gewonnen hat Zweinet. Sehr schön. Das freut mich. Volox. Nee, habe ich nicht. Ich habe auch gerade keinen im Kopf. Weil es ist immer so ein bisschen schwierig, sich dann Tank zu nennen. Für Solo-Content. Das ist halt so nichts Halbes und nichts Ganzes. Monster Toto, könntest du gleich Assa rosten? Nein. Nichts gegen Assa, aber wir haben samstags ein fixes Übergabeprogramm, was in dem Sinne heißt, Nico kommt gleich on und dann kriegt natürlich Nico meinen Raid. Denn Nico hat auch sehr, sehr viel oder hat auch heute einiges zu verlosen. Und ich glaube, da gibt es auch was in die Richtung. Da ist übrigens das Reittier aus der Edition. Auch in die Blackwood Upgrade Richtung. Ganz genau habe ich nicht so wirklich wahrgenommen heute Morgen, was da auf Twitter stand. Zweinet.
Du musst dich nicht wirklich melden, aber du hast dich gemeldet. Deinen Account kennt spätestens Frau Kilana auf jeden Fall. Und kann ihn mir mitteilen. Beziehungsweise bist du auch auf dem Discord. Das weiß ich. So, die 300k gehen dann an Tisch. Beziehungsweise weiß es auch. Dosto is key. Yes. Drops are on. You can earn one drop today. One. Heute. Today just one drops. And tomorrow another one. Und danke fürs Follow. Ja, ich glaube, sie möchte damit ausdrücken, ich soll das Gold erstmal ihr schicken und ihr guckt, sie überlegt dann, ob ihr der Name noch einfällt. Irgendwie in die Richtung wird es laufen. Und was macht er? Geht zurück in die Mine. Klerix, lass es dir schmecken. Und dir noch einen wunderschönen Samstag. Bis demnächst. Aber Leute, kann ich noch gar nicht sagen. Wo ist dieser Dude? Wir nehmen hier mal noch ein paar Quests an. Entschuldigt, ich habe keine Zeit für Höflichkeiten. Wir haben hier eine kleine Krise. Was ist los? Dies ist die Tiefklippengrube. Eine Quarma-Mine. Aber irgendetwas ist hier schiefgelaufen. Die Mine ist voll mit irgendwelchen Dämpfen und die Quarma sind durchgedreht. Sie greifen die Arbeiter an. Ich habe Tränke hergestellt, um die Dämpfe zu neutralisieren, aber die Zutaten gehen mir aus. Kann ich helfen? Mein Gatte Borel ist zurück in die Mine gegangen. Was denkt er sich bloß? Entschuldigt, was habt ihr gesagt? Helfen? Ja, gut. Ich brauche Aloe oder Rotgras, um mehr Tränke herzustellen. Die wachsen hier überall. Wenn ihr wollt, könntet ihr davon welche sammeln. Überlasst das mir. Ich habe Nelvan und Marolos gebeten, Pflanzen zu sammeln. Vielleicht haben sie sogar schon welche. Aber es würde mich nicht wundern, wenn sie meine Bitte einfach ignoriert hätten. Die Arbeiter mögen mich nicht besonders. Schaut ansonsten hier in der Gegend nach. Rotgras wächst bei den Felsen. Aloe hingegen eher auf freiem Feld. Ich besorge euch, was ihr benötigt. Habt vielen Dank. Ich versuche wirklich zu helfen. Beide Pflanzen eignen sich für die Tränke. Alles, was ihr finden könnt, wäre also hilfreich. Lebt wohl. Und Dave, vielen, vielen Dank. Gerne. Immer gerne doch. Ich bin ja auch dabei, mich am Unterhalten, während ich streame. Also von daher. Ist das eine Win-Win-Situation für uns? Und Chris Tatian. Mahlzeit. Ich arbeite schon seit Jahren in der Tiefklippengrube und ich habe noch nie davon gehört, dass ein Quarma einen Führer angegriffen hätte. Hier geht etwas sehr Seltsames vor. Ich versuche, Pflanzen zur Herstellung von Tränken zu finden. Scheint so, als hätte Edrasa jemand Neues gefunden, um mir die Arbeit abzunehmen. Sie würde den Minenarbeitern nur allzu gerne helfen. Ich kann für sämtliche Aloe oder alles Rotgras bezahlen, das sie habt. Habt ihr etwas von Bezahlung gesagt? Nun sieh mal einer an. Ich habe tatsächlich gerade ein paar Rotgrasstängel hier. Lebt wohl. Blueline, vielen, vielen Dank für deinen Follow. Willkommen, Dankeschön. Muss man eigentlich Mitglied in einer AK-Gilde sein, um auf den Discord-Server zu kommen? Um auf den Discord-Server zu kommen? Nein. Dafür reicht dir der Link. Wie viel du dann da drinne siehst, weiß ich allerdings nicht. Aber da ja auch viele da wegen Handelsunion und sowas drauf sind,
und Trohaniel einen wunderschönen guten Tag. Bear Fairy, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Dankeschön und habt noch einen wunderschönen Samstag. Dankeschön.